Whitney Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Guys, der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV, heute zur letzten Sendung diesen Monat. Jawohl, wir sind am 29. April 2014 angelangt, ja, einen Tag noch, vor dem großen Bambule, 1.5. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, okay, klasse, dass ihr da seid, super. Ja, und es ist auch mächtig was los hier im Chatraum, ne?
Und ich grüße euch natürlich auch. Und danke ja immer auch unseren Künstlern, die uns hier ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir hören hier gleich von Radiant Roland Space. Ja. Und wer hier zuhört, ne? An Musiker, Band, DJ, ja, sonst irgendwie, kann mir seine Musik hier gerne zusenden unter radio@wakeness.net und wir versuchen es mit einzubauen. Bitte immer dran denken, frei von Rechten Dritter. Sonst machen die da bei YouTube ständig einen Schlamassel, gell? Okay. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, alle, die mich hier mit übertragen, die Informationen mit raustragen, auch live, danke ich natürlich hier herzlich dafür, dass ihr das tun. Und wer das ist, kann man finden bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio, mit den ganzen Playern, die man auch nutzen kann. Es springen ja immer gleich zwei an, ne? Live. Darf man übrigens einen davon ausschalten. Ja, sonst hört man alles doppelt. Ne? Und ja, das wird ja sowieso nachher, ne? Wir wiederholen ja die Sendung. Ne? Kann man später nochmal anhören. Okay, und oder man wählt einen anderen Player dann aus, wie man das möchte. Okay, und dann natürlich auch auf meiner Blogseite mywakeness.wordpress.com, wo ich auch immer die einführenden Sätze und Worte in Form eines kleinen gedanklichen Aufsatzes formuliere, damit man so ungefähr weiß, um was es eigentlich in der Sendung geht. Ja, und es geht ordentlich herum, ja, jeden Montag jetzt jedenfalls. Und gestern waren wir also im Live-Einsatz am Abend ab 18 Uhr, fand die erste Montags-Demo an, hier in Basel, in der Nähe vom SBB, also vom Hauptbahnhof, in der sogenannten Elisabethenanlage. Und das war gut gewählt vom Veranstalter, der Veranstalterin eigentlich, weil es in Regen getauft war, also es nieselte die ganze Zeit, deshalb waren wir alle dick angepackt. Und nicht wundern, ich habe ja schon also ein Video da zur gestrigen Aufzeichnung hochgeladen, das kann sich jeder anschauen. Das ist so das Komplette, so also mit den wesentlichen Sachen drin. Und da haben wir uns so eingepackt, ne, und dass ich also so einen Kugelbauch habe dabei, aber das ist nicht unbedingt nur Bauch, das sind auch meine ganzen Kamerasachen, die da drunter waren. Ist mir aufgefallen, das sieht so ein bisschen, aber gut, ne, so ist das halt. Man wird ja immer schöner, je älter man wird, ne, oder? Ist mir aufgefallen. Na gut, okay. Und so schön wie Frauen kann die Männer sowieso nicht werden, das ist auch klar. Und solche Sachen. Okay, also. Wir haben natürlich aber auch noch andere Sachen gemacht und ich konnte es mir nicht verkneifen, nachdem mir jemand also auch die Bilderchen zugesandt hatte von einem Edeka-Schuppen. Na, wir reden jetzt von der Bundesrepublik in Deutschland, aber vielleicht sind die auch noch woanders, keine Ahnung. Die also mit der sogenannten satanischen Symbolik arbeiten. Und ihr habt das ja vielleicht auch mitgekriegt, vor kurzem hatten die da so eine neue Werbekampagne gestartet. Da ich ja kein Fernsehen gucke, ist mir das dann eigentlich auch nicht so, ist mir das ziemlich egal gewesen. Bis zum Einkaufen. Ich war mal in so einem Markt drin, wo da überall so Fernseher an der Wand aufgebracht oder angebracht wurden und da spielten sie das ständig, habe ich schon gedacht, was ist das denn für Mist? Und habe mir erlaubt, dazu einen kleinen Aufsatz zu schreiben, nämlich mit der Überschrift Edeka auf Abwägen. Wenn ich weiß, was Edeka ist, für diejenigen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben können, das ist so ein Großhandelseinkaufsverband, ja, die also ganz viele selbstständige Einzelhändler unter mehrere Dächer gepackt haben und das alles ziemlich filialisiert wurde, inzwischen auch also auch global tätig ist. Und die haben also da eine neue Kampagne gestartet und die habe ich so ein bisschen anhand der Bildchen analysiert und ich möchte euch das zumindest hier nahe bringen, sich damit zu beschäftigen, weil möglicherweise sieht man das ja auch bei anderen. Ne? Ich weiß, dass es in USA und Großbritannien auch einige dieser filialisierten Großhandels- und Einzelhandels Ketten gibt, die das also auch tun, die auch alles mit Kameras überwachen und dies und jenes, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch die Kunden inzwischen. Ja, und da ist eben, das ist zu finden auch auf mywakeness.wordpress.com.
nämlich da stand, also wir wissen, dass die Konzentration im Groß- und Einzelhandel nur wenigen etwas gebracht hat, nämlich den wenigen, in Anführungszeichen, die diese kontrollieren und für ihre Zwecke nutzen. Ja, wissen wir ja eh. Das hat nicht nur zu millionenhaften Sterben von kleinen Existenzen, dem Kleinsthandel geführt, und das ist natürlich jetzt nicht auf eine Region bezogen, sondern schon europaweit und vielleicht sogar weltweit, sondern auch zur Sortimentsdominanz, die wiederum beziehungsweise gleichzeitig zu einer Konzentration in der Industrie geführt hat, wobei man jetzt nicht weiß, wer hat angefangen. Wahrscheinlich parallel, weil es alles den gleichen Leuten gehört. Worunter auch wieder die kleinen, unabhängigen Betriebe, Bauern, Handwerksbetriebe, Anbieter aller Art gelitten haben. Damit einher geht oder ging auch eine Dominanz über die Anzahl der Anbieter, ja, also von wem kannst du jetzt überhaupt noch kaufen, Produkte, ne, wie viele Produkte gibt es überhaupt, Marken und Sorten einher, unter der die Kreativität und die Freiheit sämtlicher Warenangebote und die Möglichkeit der lokalen, regionalen Wirtschaft erheblich eingeschränkt wurden. Ja, denk nur an diese Geflügelmastbetriebe und was weiß ich und die Eierproduktionsbetriebe, die da entstanden sind und so weiter. Alles verursacht eben durch diese Konzentration im Handel und in der Industrie. Natürlich lobbyiert, ne, die Politik, die hat es immer so durchgewunken, je nachdem wie dick die eigene Tasche gefüllt wurde aus dem jeweiligen Topf. Ja, das wissen wir ja auch, dass das so funktioniert. Das ist also keine Behauptung, die ich jetzt hier mache, sondern das lässt sich belegen. Ja, nun bestimmen also einige wenige Hersteller und Händler die Märkte, die Sortimente und die Preise, den Warenverkehr, ne? Wann ist welches Produkt wo erhältlich? Ne? Da kriegst du irgendwelche Paradies-Tomaten aus Vietnam, ne? Zu Zeiten, wo es normalerweise Tomaten nicht gäbe. Ne? Ich sage das nur so als Beispiel. Ne? Und dann wiederum kriegst du die Sachen, die eigentlich ja, sinnvoll wären, dann wieder nicht. Ne? Und so weiter. Ja, aber das ist natürlich ganz im Sinne der NWO, denn so kann man schneller besser kontrollieren. Die Versorgung, die Warenflüsse, die Kundenströme, ja, durch Angebote oder irgendwelche Rabatte, die man Freitag, Samstags oder irgendwas kriegt, kann man sich die Leute dann in die Geschäfte holen und kann damit auch das Leben und die Lebenszyklen der Menschen mit kontrollieren. Die Qualität der Angebote, bitte. Ja, also, ja, wir haben jetzt, das ist eine unglaubliche Information, die ich gerade reingeschickt bekommen habe, wer alles Monsanto drin hat. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja, und nunmehr auch das in Anführungszeichen, Unsittlichkeitsverhalten der Kunden, in Anführungszeichen, die mittels Werbebotschaften in das Denk- und Handlungsschema der neuen Weltordnung gepusht werden sollen. Ja, ich habe da so ein paar Abbildungen und Links und so auch mit eingebracht, sodass ihr das nachvollziehen könnt. Ein krasses Beispiel in deutschsprachigen Ländern ist die satanisch angelegte Werbekampagne, die mit eben solchen Sprüchen und Symbolen, ähnlich wie in der satanischen Unterhaltungsindustrie, nunmehr auch den letzten Rest von Menschlichkeit eliminieren will und der Huldigung der luziferischen Gottheit der Freimaurer-dominierten Führungs- in Anführungszeichen Elite dieser Konzerne und deren Haupteigentümer so Ausdruck verschaffen möchte. Anziehend finden das vielleicht diejenigen, die ähnliches Gedankengut in sich tragen oder einfach gedankenlose Menschen, die es cool in Anführungszeichen und super geil in Anführungszeichen finden, sich an diesem Teufelssymbole Fool zu ergötzen. Ja, man kann da deutlich sehen, in der Werbung also wird das Teufelszeichen gezeigt von jemandem. Ja, kann man sich ansehen. Und natürlich auch der eine Schauspieler da mit seiner Sonnenbrille, der aussieht wie so ein Mafiosi, der also so einen Freimaurerring trägt und auch in so einer Badewanne sitzt mit so einem Zeichen, wo er so beide Hände nach oben nimmt. Auch ein Teufelsdarstellungssymbol, ob das natürlich da in dem Moment so gemeint war oder nicht, aber jedenfalls sieht es so aus. Und das umgekehrte
Dreieck, also die Pyramide der Edeka, hier in dem Fall Edeka Center, auf ihren Werbeplakaten und so ein in einem weißen Kittel mit Edeka-Zeichen aufgenähten oder sonst auftretenden Schauspieler, der einen solchen Marktleiter vielleicht darstellen soll, der seine Hände genauso faltet, wie das die eine da macht, die wir kennen da aus der Bundesrepublik in Deutschland, wo es jetzt übrigens auch eine Petition gibt, ne? Kann man immer noch mit unterzeichnen, um die abzuwählen. Ne? Okay. Ja, also das kann man sich ansehen und ja, und ich habe mir dann erlaubt, eins ihrer Werbeplakate etwas umzuformulieren als satirisch korrigiertes Abbild dessen. Edeka, ihr seid auf Abwägen, die in die Selbstzerstörung führen. Insofern unser Tipp an unsere Leser, Nutzer, Zuhörer, Zuseher, einfach nicht mehr bei Edeka einkaufen. Ne? Und das Schildchen, das heißt, das geht doch besser, liebe Konkurrenz, ist das Original, das habe ich umgedichtet, da geht doch besser zur Konkurrenz. Wobei, richtigerweise, natürlich viele dieser Konzerne gleich gestrickt sind. Aber wenn man es schon so offensichtlich zeigt, denke ich, muss man auch was unternehmen. Oder, weiß nicht, wie das sehen. Okay, also das lohnt sich da nochmal, da einzusteigen. Ja, und dann natürlich gestern die Aktion, die wir gemacht haben, mit der Montagsdemo in der Schweiz oder Friedensdemo in der Schweiz, die also erstmalig in Basel stattfand am 28.04. in der sogenannten Elisabethenanlage, das ist beim SBB, also wer das nächste Mal kommen möchte, soll wohl auch wieder regelmäßig am Montag stattfinden. Und wir werden auch versuchen, dann immer darüber zu berichten, ob wir jetzt jedes Mal dabei sein können, kann ich noch nicht versprechen, aber wir werden es vielleicht versuchen, weil es ist ja direkt vor Ort, mehr oder weniger. Ja, und wie gesagt, da ist das in dem entsprechenden Artikel auch das bereits hochgeladene, wir haben jetzt gestern Abend und heute Vormittag damit verbracht, das fertig zu machen, ne? Schnippeln, machen, tun. Ne? Das ist ja, und dann bist du das aber hochgeladen, ist bei YouTube, da kriegst du ja so junge Mäuse, du. Also gut, ja, und das findet man da schon und das kann man sich ansehen. Da ist dann alles mit, im Wesentlichen alles mit drin, was wir aufgezeichnet haben. Okay, ja, und die Informationen zu dieser Montagsdemonstration kann man eigentlich nur unterstützen, weil es geht ja darum, vor allem alles zu versuchen, Krieg und einen Kriegszustand zu verhindern. Dabei ist es vollständig egal, welcher Glaubensrichtung du bist, welcher politischer Richtung oder sonst irgendwas. Weil es geht hier darum, wenn die das einmal schaffen, einen Kriegszustand auszurufen, dann sind alle unsere Rechte mit einem Mal futsch und die können sich dann immer darauf beziehen, ja, weil ein Krieg und jetzt ist Ausnahme und da gibt es dann die entsprechenden Kriegsrechte, die dann eingesetzt werden und die Einschränkung der Grundfreiheiten und der Verfassungen. Ja, und wenn die das hinkriegen, dann haben wir eine viel schlechtere Position, auch Pressefreiheit und so, da wird alles zensiert und da wird alles und so weiter. Wollen wir nicht das an die Wand malen, aber man muss uns ja darüber im Klaren sein, dass das so kommen kann und vielleicht auch so gewünscht ist, weil das die einzige Chance ist für die Machthaber, die im Moment dran sind, überhaupt noch zu überleben. Denn die Basis bröckelt ja überall zusammen. Und das ist nicht nur hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Es ist auch in der Schweiz, in Österreich, in ganz Europa, in den USA, sogar in China gehen die Leute auf die Straße, weil überall die neue Weltordnung agiert. Und es ist nicht nur die Ukraine oder die Krim oder ähnliche andere Orte im Nahen Osten, wo also bereits die NATO die Demokratie hingebracht hat, indem sie alles zerbombt und tyrannisiert. Nein, es ist, warum schimpfe ich auf die NATO? Weil die NATO letztendlich, die NATO ist in der Hand der Globalisten. Es ist keine Armee der Völker, des Volkes, des Souveräns, sondern es ist in der Hand der Bankster. Und deswegen machen die damit alle diese Geschichtchen, weil sie damit eben
versuchen, uns aus zu tricksen und ja, an die Kandare zu nehmen, uns nachher vielleicht auch auszulöschen. Und deswegen gehen wir auch auf die Straßen und ich bin eigentlich ein Verfechter dessen, dass man bereits zu Hause eine Menge machen kann durch sein eigenes Verhalten. Aber wenn es viele tun und wenn es überall stattfindet, dann ist der richtige Zeitpunkt, mitzumachen, vor allen Dingen friedlich. Das ist wichtig. Und die Informationen, die also rausgingen seitens des Veranstalters für die Montagsdemonstrationen in der Schweiz und dann natürlich auch für Basel geltend. Ich zitiere, wir rufen zu Friedensmahnwachen in der Schweiz auf. Mahnwache für den Frieden. Eine weltweite Friedensbewegung fegt über unseren Planeten. Mit großem Beispiel geht hier Deutschland mit den Montagsdemos voran. Auch wir wollen uns diese Bewegung anschließen und rufen in der Schweiz zu Friedensmahnwachen auf. Das Ziel ist, in der ganzen Schweiz, in diversen Städten diese durchzuführen. Motiviert eure Freunde und veranstaltet selbstständig Friedensmahnwachen in eurer Umgebung. Wir werden dies ohne Bewilligung durchführen, denn wir lassen uns nicht verbieten, uns mit Freunden zu treffen und eine Mahnwache für den Frieden auf unserer Welt abzuhalten. Das ist ja auch immer doof, ne? Den eigenen Diener zu fragen, ob man was machen darf. Ne? Okay, es geht darum, ich zitiere weiter, um uns als Volk zu verbinden und gemeinsam für den Frieden einzustehen. Ebenso soll dies auch eine Möglichkeit sein, neue Freunde zu treffen, sich auszutauschen und weiter zu vernetzen. Des Weiteren haben wir Redner, die etwas vortragen werden, aber auch jeder, der spontan etwas dazu beitragen möchte, soll die Möglichkeit haben, uns an seinen Gedanken teilhaben zu lassen. Wir wollen die Stimme des Volkes hören. Wir sind ein bunt gemischter Haufen, verschiedene Kulturen, Hautfarben und Glaubensrichtungen. Vor allem aber sind wir alles Menschen, die sich für den Frieden und ein brüderliches Miteinander einsetzen. Und darum sollen sich die Themen auch drehen. Wir wollen auch versuchen, Lösungen aufzuzeigen und gemeinsam weitere zu finden. Ja, da gibt's dann also auch die entsprechenden Links, wenn man sich also für die Schweizer Aktivitäten interessiert, aber natürlich gibt es auch andere weiterführende Links zu allen anderen möglichen Veranstaltungsorten in, ja, auf der ganzen Welt, ne? Wahrscheinlich. Es baut sich halt auf. Ne? Okay, und ich denke, dass das kann ich sehr gut unterstützen, auch mit Wake News, weil es geht nicht um Politik oder um irgendwie eine bestimmte einseitige Richtung, sondern es geht um uns Menschen, um unsere Freiheit, um unser Selbstbewusstsein. Bestimmtheit, unseres Selbstbewusstsein, Bewusstsein und natürlich darum, dass wir eigentlich der Chef sind und nicht die Diener. Ja, das ist dort vollständig aus dem Ruder gelaufen. Die haben das umgedreht, die Diener tanzen jetzt auf den Köpfen von uns herum und versuchen uns zu dominieren, weil sie von den Mächtigen, die ich die Dims nenne, dominant ihr sind, die Minorität, so hin getrimmt wurden und finanziert wurden, korrumpiert wurden, beeinflusst wurden. Ja, und erkennen kann man das eben nur, das wissen wir ja, wenn wir eine gewisse, ja, wenn wir ein gewisses Level an Informationen und Bewusstsein erreicht haben, wo wir dann also das erkennen können für uns. Und das ist unsere Aufgabe hier auch unter anderem bei Wake News Radio, Wake News TV, damit dazu beizutragen, das zu tun. Und das kann man vielfältig tun. Und deswegen habe ich mich auch konzentriert gestern auf dieser Veranstaltung der Montagsdemo in Basel vor allen Dingen auch andere Menschen mal zu Wort kommen zu lassen. Und das kann man auch in dem Video sehen, aber ich habe auch hier einiges vorbereitet an kurzen Einspielungen von ein paar Minuten, wo wir also über ja, die Motive, die Gründe sprechen, warum der eine oder der andere eben zu einer Montagsdemo bereit ist. Und das sind nicht nur ältere Menschen, sondern das querbeet junge Menschen, Frauen, Männer und Kinder waren auch dabei, zu unserer großen Freude. Weil das ist das Schönste, wenn wir gleich Kindern zeigen können, wie wir eigentlich uns verhalten müssen, dass wir der Chef sind und nicht die, die vorgeben, sie seien der Chef, aber eigentlich unsere Diener sind. Denen wir nur den Auftrag gegeben haben, für uns gewisse Dinge zu erledigen, was sie aber nicht mehr tun. Und deswegen sind alle auf den Straßen. Ja, und ihr könnt mir natürlich während der ganzen Zeit hier
auch Informationen zusenden und ich habe schon vieles hier vorliegen, was wir dann im Laufe der Sendung besprechen von euch. Nicht nur im Chat was posten, sondern gerne auch natürlich vor allem, weil ich es dann besser vorlesen kann, unter der E-Mail-Adresse radio@wakenews.net. Gell? Ja, und wie gesagt, die Absicht ja, hinter all diesen Montagsdemos ist begrüßenswert. Wir müssen nur aufpassen, dass wieder diese Bewegung nicht entführt wird von denen, die Angst kriegen, weil es wird ja nicht groß darüber berichtet in den Matrix-Medien. Eigentlich gar nicht. Und wenn, dann negativ. Wir haben das mit der Frau Dittfurt da miterlebt, die also sich da so merkwürdig geäußert hat. Und das haben auch einige Leute hier festgestellt. In Zürich, da gab es auch eine Veranstaltung schon am Ostermontag, wo dann Leute gesagt haben, also ich habe mit den Bezeichnungen, wie die mich bezeichnen, nichts zu tun. Ich gehe für mich, für Frieden und für Freiheit und alles mögliche auf die Straße und nicht für irgendeine politische Richtung oder Partei oder sonst was. Und das ist auch wichtig. Solange wir das beibehalten können, offen bleiben für all das, ist das eine sinnvolle und richtige Aktion. Wir müssen uns hüten davor, dass man uns entführt, ja, dass man uns in eine kontrollierte Oppositionsfunktion hineinbuchsiert. Deswegen ist jeder gefragt. Jeder muss aufpassen. Wir dürfen das nicht irgendwelchen Parteien, Organisationen, Vereinen oder sonst irgendwas überlassen, das immer alles zu organisieren, sondern müssen wir selber ran. Und das fand ich also sehr klasse, weil das ist gestern eben so passiert. Und wir hören da gleich mal ein bisschen rein. Ich denke, wir sollten da mal ein paar von den Stimmen hören, die ich hier also vorbereitet habe. Und ich ziehe das hier gerade mal ein bisschen vor, damit wir das gleich abspielen können. Ich habe da also einige Menschen befragt direkt. Und da hören wir mal rein, was die zu sagen hatten, warum sie überhaupt sich da haben blicken lassen, warum sie sich überhaupt engagieren für alles das. Und ich denke, das können die am besten erzählen, oder? Das machen wir jetzt dann auch gleich. Okay. Ja, und während ich das dann hier einspiele, könnt ihr mir also eure Infos, Kommentare und so weiter reinsenden. Wir haben dann entsprechend später dann die Gelegenheit, auch eure Punkte noch vorzulesen, in der zweiten Stunde auf jeden Fall. Aber es geht hier, wie gesagt, nur ein paar Minuten. Es sind einige Menschen, die ich da doch zu Wort kommen lassen möchte. Weil es schon wichtig ist, dass wir das irgendwie erfassen, um was es eigentlich wirklich geht, und es kommt aus dem Munde der Menschen am besten zum Vorschein. Wir wollen ja nicht als die sowieso immer sprechen, da auftreten, sondern die Menschen, um die es geht, die müssen etwas sagen dürfen. Okay. Ja, ich denke, da hören wir mal rein, und wir hören zwischendurch dann auch immer Musik nochmal von Radiant Roland, und zwar Hotcases mit dem Thema, immer so einen kleinen Auszug davon als kleine unterbrechen, damit man Bescheid weiß, dass ein anderes Interview gestartet ist. Also bis gleich. Das ist von Wake News Radio, Wake News TV. Das ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich glaube, ich kann meine Brille jetzt mal absetzen. Ne? Also in der Nähe sehe ich dann die Leute wieder. Gell? Ja, du bist auch hier gerade als Sprecher gewesen, als Ankünder der Montagsdemo, Friedensdemo hier in Basel, die zum ersten Mal stattfindet. Sag uns doch mal, wie du überhaupt zu dieser Bewegung gekommen bist, was du daran wichtig findest und wie es weitergehen soll, aus deiner Sicht. Ja, ich finde einfach, die Menschheit muss aufgeklärt werden über diese Schieflagen, die hier weltweit um sich grassieren, also um sich schlagen. Und die Information ist nicht das, was sein sollte in den öffentlich-rechtlichen und auch in normalen Medien und Zeitschriften und so weiter, was man lesen könnte. Da kommt nicht die Wahrheit rüber, wie sie jetzt im Internet von verschiedenen
Stellen auch dargelegt und dargestellt wird, auch von Leuten, die direkt an der Front sind, sozusagen in Anführung. Und es wird höchste Zeit, dass die Menschheit mal Stück für Stück aufwacht und mal genauer hinguckt, warum diese verschiedenen Miseren stattfinden im Finanzsektor, im Gesundheitssektor, in der politischen Szene, also generell. Und das, dafür bin ich da, das hat mich interessiert. Ich habe es gesehen im Social Media und habe gedacht, jetzt muss ich da mal hin und mich mal schlau machen. Und was sind das für Leute? Ganz normale Leute wie du und ich, also wie mein Nachbar und so weiter. Und die haben einfach Bedürfnisse, das wieder irgendwie gerade zu stellen und zu hinterfragen, was passiert denn da eigentlich. Ne? Und, ja, das, super. Ja. Es braucht so Leute, die einfach mal ein bisschen die Sache in die Hand nehmen und darauf aufmerksam machen und sich nicht auf andere verlassen, oder? Genau, so ist es. Also die Selbstverantwortung wieder in die eigene Hände zu nehmen, nicht abzugeben, ob das jetzt im Gesundheitssektor ist oder im Finanzsektor, ne, auch mal hinzugucken, wie wird denn da gearbeitet, was passiert denn da überhaupt, warum werden die Türme der Banken, der Versicherungen immer größer und höher und was passiert mit dem kleinen Bausparverträgchen, ne, hat es überhaupt noch einen Sinn als Beispiel jetzt, ne, mal aus der Kiste zu greifen. Und das macht schon Sinn, da mal näher hinzuschauen und auch mal wirklich hinterfragen und auch mal die Sache dann so klarzustellen, wie sie auch wirklich ist. Ne? Ja, super. Wir haben ja hier einen Turm gleich um die Ecke. Ich weiß nicht, die Kamera kann mal umschwenken da auf diesen, da hinter den Bäumchen. Das ist ja so ein Turm, ein ganz wichtiger und weltweit wichtiger Turm, oder? Keine Ahnung, da kenne ich mich zu wenig aus. Es sieht aus wie ein Hotel. Ja, ist es nicht. Das ist das Rothschild-Hotel. Ach so, okay. Das ist nämlich die Bank für internationale Zusammenarbeit. Das heißt, die arbeiten hier alle in Basel ganz dicht miteinander zusammen. Wir haben auch einen Verein gegründet, nämlich die ganzen privaten Nationalbanker, die es auf der Welt gibt. Ja. Kann ich da jetzt nichts dazu sagen? Ist also schon mal wichtig, um eines wieder festzustellen, die Information, die einem fehlt, ne? Was da wirklich in den Gebäuden so versteckt gut, ist. Gut, deshalb machen wir das ja auch gerne. Wir zeigen sowas und wir sprechen es aus vom Wake News. Ich danke euch dafür. Vielen Dank fürs Interview. Danke, gerne. Ja, weiter. Ciao. Ja, ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben hier ein paar Leutchen, die hier ganz wichtig waren, ne? Diejenigen, die es organisiert haben. Ne? Und du bist die Organisatorin schlechthin, ohne selbst Organisatorin sein zu wollen unbedingt, oder? Ja. Stimmt das? Ja. Ja. So, wir haben jetzt hier noch viel Bewegung hin und her. Das sind deine Kinder, die sind auch dabei, gell? Ja? Sagst du Hallo? Hallo. Ja, super, hat er Hallo gehört. Ist ja ein R, ne? Ja, gut, ist ein R. Ja gut, bei dem Regen, ne, sind wir alle ein bisschen verkleidet. Okay, ja, wie bist du darauf gekommen, das heute zu machen? Rede ich dazu? Nein, ich traue mich. Im Facebook habe ich das verfolgt, dass es in Deutschland, als es da angefangen hat mit den Demonstrationen, red ruhig ein bisschen lauter, damit wir das alle mitkriegen dann. Und dann habe ich letzte Woche gesehen, dass es in Zürich und Bern auch Mahnwachen gibt. Ja. Und habe gedacht, also ich habe mich sehr darüber gefreut und habe dann gedacht, das müsste in Basel auch sein. Und dann habe ich es in die Hand genommen. Klasse. Und dafür hast du eigentlich auch einen Applaus für den. Den hast du ja vorhin schon bekommen, indem du da kurz dich vorstelltest. Oder ja. Hast du genug Applaus bekommen? Ich habe genug. Ich bin froh, dass alle hier sind. Das reicht. Ja, klasse. Nee, hast du gut gemacht. Prima. Und wir werden sicher noch mehr von dir hören. Ja. Klasse. Also, vielen Dank. Ja, dann schauen wir mal weiter. Es gibt dann noch ein paar Leute, die hier dann was sagen wollen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen rum. Und schau noch, wer uns noch was zu erzählen hat. Also, bis gleich. Sehr nett von Wake News Radio.
bisschen zum Stimmenfang bin ich jetzt hier dabei. Wir gehen jetzt ein bisschen rum und möchten gerne ein bisschen von euch hören, wie ihr das findet mit der Montagsdemo. So ein bisschen hat jeder oder der ein oder andere ja schon was gesagt. Also Montagsdemos sind also wichtig. Warum sind sie eigentlich wichtig? Ich finde es wichtig, dass die Leute sich einmal erheben, wirklich eben ihren Arsch bewegen und einfach mal etwas unternehmen. Das heisst, nicht anders als eben, man sollte mal einfach den Mut packen, irgendwie die Willenskraft auch haben, dass man sich da antraut und etwas unternimmt. Und es gibt viele Menschen, die auch eben irgendwie den Willen gar nicht mehr haben. Ich finde, das sind Menschen vielleicht mit einem, ich will es nicht böse sagen, aber mit einem schwachen Geist. Ja. Weil, wenn du wirklich so schwachen Willen hast und so wenig Mut hast, um so etwas zu unternehmen, um überhaupt so Gedanken auch entwickeln, um überhaupt mal nachzudenken, wie das Ganze funktioniert. Viele haben Schiss vor dem. Ja. Weil sie haben das Gefühl, irgendwie, ja, wenn ich mich in diesem System irgendwie wehren will, ja, dann komme ich eben auf die Aussenseite. Ja. Eigentlich. Eben, dann werde ich abgestempelt als irgendeiner, der sich wehren will, der gar nichts, irgendwie sich nicht zurechtfindet mit dem, was wir eigentlich momentan leben. Aber ja, immerhin. Aber warum bist du so? Du bist ja noch relativ jung. Ja. Wie bist du überhaupt so geworden, wie du bist? Also ich meine, muss etwas dazu sagen. Über das ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder das Hypersyndrom, wird ja oft gesagt, das sind Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe jetzt viele Menschen kennengelernt, die Aktivisten sind oder wollen werden und wirklich viele Gedanken auch haben und mit mir lange darüber reden können. Die meisten von denen, also fast alle eigentlich, haben auch die Krankheit gehabt. Krankheit eben. Und ich glaube, es ist einfach eine andere Denkweise, eine andere Lernzeinstellung, wenn man so tickt. Ja. Und ich habe mir durch das immer schon so Gedanken gemacht, seit ich klein auf bin und auch in der Schule und so. Ich bin nicht gut in der Schule gesehen. Aber ich habe mich auch nicht zurechtgefunden meistens irgendwie in diesem System so, hey, wieso tickt das alles? Da kann man früher schon Gedanken davon machen. Dann hatte ich auch Stress in der Schule, weil ich ein Schüler gesehen bin, der eben irgendwie nicht mitmachen wollte oder so. Und das ist eigentlich der Grund. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber du weißt, das haben ja die sogenannten Wissenschaftler, die das damals erfunden haben, ja zugegeben, ADS ist ja keine Krankheit. Ja. Das ist ja einfach nur eine Bezeichnung für die Leute, die aufmüpfig sind, die eben, nicht im System drin sein wollen. Ja, sie fallen einfach auf. Sie brauchen keine Aufmerksamkeit, sie fallen einfach auf, ja, weil sie eben viel die Wahrheit sagen auch. Ja. Oder nicht irgendwie die ganze Zeit etwas verschwiegen oder lügen. Und dann wird es mal abgestempelt eben als einer, der eine Krankheit hat. Dann wird man zum Aussenseiter, weil man eine Krankheit hat. Und ich weiss nicht, ich habe viele aus so Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich wirklich auch Depression schon, habe ich auch schon gehabt, wo ich einfach, ich weiss nicht, ich habe irgendwie den innerlichen Kampf schon halb verloren gehabt. Ja. Weil ich habe immer so eine, eben, ich habe es immer mit mir selber auch, wieso muss ich so in diesem System, ja, wieso, also das ganze Wieso, und das hat mich so kaputt gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie so allein und ich weiss nicht, und darum schätze ich es auch eben, dass die Leute mal aufstehen und so eine Demo machen wie jetzt. Ja. Das gibt also mir auch Kraft, ich fühle wirklich gut. Selbstbewusstsein auch und wirklich, man fühlt sich aufgehoben, ja, dass alle, ja, so sind. Da, cool. Das finde ich gut. So Leute braucht man, ne? Viele Junge vor allen Dingen, ne? Ja. Weil die Älteren, die sind irgendwann immer da, ne? Die Jungen ran, oder? Und du siehst du das auch so, oder? Ja, ich weiß nicht, ich finde, wir labern da die ganze Zeit ziemlich um heiße Brei rum. Für was, ja, stehen wir eigentlich da? Ja. Das müssen wir uns auch nochmal ganz klar bewusst sein. Und ich stand, ja, auch nur da, weil ich einfach jeden Tag den scheiß Blick nebendran hatte, als ich, ja, am Arbeiten war. Und dann steht dort einfach Dritter Weltkrieg und Krieg und nächste Überschrift Krieg, riesengroß überall. Und ich habe noch Großeltern gehabt, ich bin noch bei denen aufgewachsen und ich weiss noch so einigermaßen so, dass das einfach nicht gut sein kann, weil die Leute einfach geprägt sind von dieser Zeit. Ja. Und ganz ehrlich, für was stehen wir da? Wir reden doch die ganze Zeit um einen heißen Brei. Und ja, weil es etwas um den Ring geht und was sich alle hier mal ein bisschen bewusst werden sollten. Und, ja, ohne Scheiß, um etwas vortragen, dann brauchst du keinen Zettel oder irgendeinen Nadel, um irgendwie etwas rauszuhören. Und, ja, da, aus dem Buch muss es gehen, es muss für, ja, dich stimmen. Und ich bin nicht für das verantwortlich, was ich sage, sondern besser gesagt, ich bin für das verantwortlich, was ich, ja, sage, aber nicht für das, was jemand anderes darunter versteht. Ja. So einfach ist es. Und wegen dem kannst du eigentlich auch nichts Falsches sagen, weil du in dem Moment meinst es so. Ja, weil letztendlich ist das Volk oder du als Teil des Volks ja der Chef, ne, oder?
Ja, wer ist denn der Chef? Ist es der Bundesrat oder ist es die Regierung der Chef? Oder man sollte sein eigener Chef sein. Ich meine, man ist erwachsen. Man kann das Leben so etwas für gut einschätzen. Wieso gibt es überhaupt Chefs eigentlich, die einem sagen, wie es laufen sollte? Und ganz ehrlich sein, wir können zwar alle zusammenleben, aber es muss keiner unbedingt der Chef sein. Ich weiss nicht, vielleicht klingt das eben nach so einer abartigen Idee. Viele sagen, hey, so wird die Welt gar nicht laufen. Wenn es mit dem System geht, dann läuft der da auch irgendwann nicht mehr. Und dann profitiert wer? Es sind die Eliten. Es sind die, weil die haben einfach das Geld und so. Die haben das Geld auch zum Überleben. Es ist hart, aber wahr, sie haben das Geld zum Überleben. Und sie können es wirklich... Die letzten Überlebenden, so wie es jetzt wird sein, würden die letzten Überlebenden in den nächsten Jahrhunderten zuerst nur noch die Eliten sein. Und wir sind die, die nicht ins Boot dürfen kommen. Wir kommen nicht mit. Wir sind ihnen scheißegal. Wir können von uns aus einfach verrecken. Und ganz ehrlich sein. Sie interessieren sich gar nicht für uns. Ja, das für uns ist, wir müssen uns selbst für uns interessieren. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, ne? Und das tun wir ja hier, indem die Leute hier draußen stehen, ihre Ansichten mitteilen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Das finde ich gut und cool. Ja, und ich hoffe, dass das also auch weiter Früchte trägt. Ja, ich hoffe es auch. Ja. Ja. Schauen wir mal, wir werden darüber berichten weiter. Und ich danke dir, dass du so eloquent das übergebracht hast. Super. Ja. Danke. Nein, ich rede eben einfach aus dem Herz raus. Das, was mir... Darum geht es ja. Es tut gut. Es fordert wirklich viele Leute auf, einfach mal Gedanken auch darüber zu machen, weil es tut einem gut. Also wirklich, man ist einfach dann total happy, weil man weiss, dass man sich nicht unter Druck lassen. Es tut einem einfach gut. Es ist schon nur mit den Gedanken dran. Ja. Okay. So, die wollen jetzt ein bisschen weitermachen. Wir werden mal hören, was jetzt Neues noch hier an Beiträgen kommt. Und dann gehen wir noch ein bisschen rum und dann schauen wir mal weiter. Also. Von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben hier den Tobias, ist das richtig? Richtig. Der hat sogar schon mal Wake News gehört. Stimmt ja, das? Hat er. Klasse, gute Wahl. Ja. Und du bist hier auch an der Montagsdemo und hast auch schon, sagen wir mal, wir haben kurz vorher gesprochen, einen ganz schönen Durchblick. Und die Frage ist, was treibt dich hierher, was treibt dich dazu, dich zu engagieren? Letztendlich tust du es ja wahrscheinlich für dich, aber vor allen Dingen auch für andere, oder? In erster Linie für mich, würde ich sagen. Ja. In allererster Linie für mich, weil meiner Ansicht nach Veränderung nur von mir selber ausgehen kann. Also tue ich das für mich, um mich selber auch in die richtige Richtung zu verändern. Oder die Möglichkeit dafür zu schaffen. Ne? Warum ich jetzt konkret hier bin, das war eher eine zufällige Geschichte. Also ich habe erst seit Mittag um 2 oder sowas davon erfahren. Ja. Und habe mich gefreut, dass es hier eine Region stattfindet, weil ich eben hier gerade 2 Kilometer weit weg wohne. Mhm. Ich habe mich lange Zeit grundsätzlich von Demonstrationen an sich distanziert. Ja. Also ich mich persönlich, nicht gegenüber anderen. Ne? Ja. Ich habe mit echter Demokratie schon mitgewirkt und bin da auf die Straße gegangen und habe Flyer verteilt in Nacht- und Nebelaktionen und so weiter und so fort. Ne? Und habe mich dann eben immer mehr mit mir selbst auch beschäftigt und auch mit dem Thema Krieg und Frieden, Gewalt oder nicht Gewalt, wo fängt Gewalt an, wo hört sie auf, etc. Ne? Habe mich dann auch im weiteren Verlauf intensiv mit dem Nichtkampfprinzip beispielsweise auseinandergesetzt. Und bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, also Betonung liegt auf bisher, war eine Demonstration immer auf Konfrontation aufgebaut. Mhm. Also immer dagegen sein, um für etwas zu sein, etc. Mal ganz banal ausgedrückt. Ne? Und damit kann oder konnte ich mich überhaupt nicht, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, mit dem Hinsehgedanken, dass ich mir sicher bin, dass ich überzeugt davon bin, dass jede Art von Konfrontation schlussendlich ins Gegenteil verkehrt wird. Also dass er damit niemals erreichen will, was ich eigentlich will. Ne? Und jetzt mit den Friedensdemos, ich habe das eben verfolgt, auch als es angefangen hat, scheint mir, zumindest momentan so, dass die Intention eine andere ist. Ne? Ja. Dass ich eben wirklich konkret für etwas bin und das versuche auch so in die Köpfe reinzukriegen, dass es darum geht, für jeden und sich selbst etwas zu tun, egal jetzt ob kurz-, mittel- oder langfristig,
und nicht nur gegen etwas zu wettern, was mir auf die Nerven geht, weil ich damit den Blick aufs Ziel verliere. Ja. Ne? Das ist so der Hintergrund. Ne? Und deswegen bin ich heute das erste Mal hier auf einer Montagsdemo. Hat aber auch die letzten Tage viel zu tun. Und, ja. Ah, ja, gut, das ist, ne, Leben geht ja trotzdem weiter, aber wir müssen in die richtige Richtung leben. Genau, ja? Und Krieg ist auf jeden Fall der falsche Weg. Oder? Richtig. Da kann ich 100% Schutz zustimmen. Okay, ich danke dir. Okay, also, ne, bis demnächst. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich hier wieder zurück hier aus dieser kleinen Einspielung von Interviews mit Leuten, die ich also da befragt habe zu dem Gründen, weshalb sie auf die Montagsdemo gegangen sind, teilweise halt auch im Dialekt. Ja, aber so ist das halt, ne? Wenn du in Hamburg unterwegs bist und die Leute befragst, dann haben sie eben einen hamburgischen Dialekt, ja, oder Berliner. Okay, fand ich also sehr, sehr gut, was die Menschen da gesagt haben, sehr klar definiert und aus dem Herzen gesprochen und wohl überlegt. Also die Menschen, die dorthin gehen, gehen nicht dahin, um sich ihre Zeit zu vertreiben, sondern sie haben dahinter eben Absichten. Und das ist vor allen Dingen etwas ins Positive zu wenden, was derzeit falsch läuft. Ja, okay, also das war ein kleiner Geschmack von den Dingen, die da am Montag abgelaufen sind. Wie gesagt, wir haben ein komplettes Video gemacht und da kann man sich das anhören. Vor allen Dingen natürlich alle, die auch sich für die Montagsdemos auch beispielsweise in Basel oder in der Schweiz interessieren, können da sehen, wie das abläuft. Okay, also das war ein kleiner Einschnitt hier, was wir gestern gemacht haben. Und dann natürlich haben wir heute das Thema die Stimme des Volks. Macht den Mund auf! Und das ist das, was letztendlich auch eben in diesen Interviews zur Sprache kam. Man will ernst genommen werden, man weigert sich, Dinge zu tun, die man selbst gar nicht möchte, dass sie getan werden. Zum Beispiel hier eben die Kriegsaktivitäten und das Zerstören und das Wegnehmen von Rechten und Freiheiten. Und wir sind diejenigen, die das zu entscheiden haben, nicht die. Und als die bezeichnen wir die, die eben das an sich gerissen haben über ihre ja, Handlungsweise. Und darauf müssen wir drängen, dass das beendet wird. Okay, und eben zu diesem Artikel, der zu finden ist bei mir auch hier auf dem Blog mywakeness.wordpress.com, zitiere hier, das Volk ist erwacht, zumindest die kritische Menge an Menschen in allen unterdrückenden Regimen in den USA, in Europa, in China und an vielen anderen Orten der Welt. Sie haben erkannt, dass sie Spielball der Interessen einiger weniger sind, die auf ihre Kosten Kriege führen, Gewalt ausüben, Menschen tyrannisieren, das Leben auf der Erde ja, zerstören, ne? So dass Mensch, Tier und Natur in arge Bedrängnis gelangen. Daher hat das Volk, der Souverän, jetzt selbst die eigenen Geschicke in die Hand genommen. Vielleicht ist die Stimme des Volks erwacht und das Volk macht den Mund auf. Ja, und es gibt ja viele, viele Aktivitäten, ich habe auch Abbildungen hier gefunden aus vielen, vielen anderen Ländern, die also alle für alle diese Rechte und Wiedergewinnung von dieser Rechte kämpfen, so friedlich, wie es nur irgendwie geht. Und wir wissen, dass alles, was in der Ukraine abläuft, nicht von friedlichen Gedanken beseelt war, sondern als eine gewalttätige Aktion geplant gewesen ist. Auf jeden Fall hat Europa, hat die EU, hat die NATO, die USA und so weiter, haben ihre Interessen dort. Und darüber haben wir auch schon in anderen Sendungen gesprochen. Und da kommen natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse zum Vorschein. Das heißt, dieser Aufstand, dieser Aufruhr war nicht beseelt von friedlichen Wunsch nach Änderungen, sondern auf Umsturz, auf Revolte. Und deswegen ist dort auch ein Brodeln am Gange in der Ukraine. Das heißt, die Waffen sprechen. Es werden viele falsche Flagge-Attentate vorgenommen. Wir wissen, dass der Maidan-Überfall auf die Protestierenden und die Polizisten von derselben
Gruppierungen wahrscheinlich vorgenommen wurden, die überhaupt gar keine Protestler oder ja, Regierungsvertreter waren, sondern irgendwelche eingeschleusten Profikiller, die das gemacht haben im Auftrag eben der wenigen, die das möchten, die diese Aufruhr möchten, und das ist vielfach bewiesen worden. Auch die Aufstände jetzt in der Ostukraine der pro-russischen Gruppierungen sind ja darauf hinzuführen, dass es ja eine ganz große Anzahl von russischstämmigen Bevölkerungen gibt dort und Tataren und was weiß ich, was es da alles gibt. Und nicht alles reine Ukrainer, wenn es die überhaupt gibt, dort angesiedelt sind. Und ist ja klar, dass jeder da versucht, sein eigenes Fell zu retten und seine Interessen durchzusetzen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen dort, die also lieber vielleicht zu Russland gehen, und die anderen, die gerne in die EU wollen, können sie alle. Aber das muss irgendwie in geordneten Bahnen gehen. Das darf nicht zu einem Krieg und schon gar nicht zu einem Weltkrieg 3 werden, sozusagen. Okay, ich zitiere weiter hier. So kann man in den vielen aus dem Boden schießenden Montagsdemos jetzt erkennen, dass es sich um eine gemischte Gruppe von Menschen handelt, die insgesamt für ein Ende der Tyrannei, eher für Frieden, für Freiheit, für ein neues Leben unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Menschen plädieren, nicht nur Kritik, sondern auch Lösungen und neue Wege formulieren. Ein Ende der Unterdrückung der Stimme des Volkes, dem eigentlichen Souverän, das heißt Chef, ja, durch die Dienerschaft im Auftrag einiger weniger Großkapitalisten, den Familien, den DIMs, der dominanten irrsinnigen Minorität, die uns seit geraumer Zeit hinter dem Vorhang lenken und leiten. Und Vorreiter waren natürlich die großen Demos in Berlin und in den Großstädten. Ja, und so ist es jetzt der richtige Weg, wie wir, du, ich, ihr, wir müssen unseren Mund aufmachen und das einfordern, das bestimmen, was wir wollen, und uns nicht mehr fremd bestimmen lassen, denn du bist der Souverän. Und diese Stimme darf auch nicht aus der Hand gegeben werden, denn sonst endet das in endloser Tyrannei, Korruption, Machtmissbrauch, Veruntreuung und viele mehr, so wie wir es jetzt überall entdecken können. Das alles kann und muss friedlich geschehen als Vorbild für diejenigen, die nur Krieg und Gewalt kennen. Ja, und am Montag hatten wir eben diese erste Demo hier in Basel. Hoffe, dass das auch weitergeht, dass Menschen weiterhin aktiv daran arbeiten, dafür diesen Frieden und die Freiheit einzustehen. Okay, und wehrt euch gegen diese Unterdrückung, so sage ich es immer, und das und vieles mehr möchte ich mit euch heute in der Sendung diskutieren. Und ihr seid herzlich aufgefordert, mir da eure Informationen reinzugeben. Fragen, Kommentare, wie auch immer. Ja, und was ich also hier gerade reinbekam, ist: Hallo Detlef, wir haben uns gestern in Offenburg getroffen und für Montag, den 5. Mai, Mahnwache in Offenburg vereinbart. Momentan sind wir noch zu fünft und haben außer einer Flüstertüte noch nichts. Kennt ihr Menschen in der Region, die uns unterstützen können? Kontakt entweder über die Wir-Karte oder über mich, also ja, Wake News. Als nächstes wollen wir dann in Freiburg durchstarten. Zeit, dass das Ländle auch aufwacht. Liebe Grüße und Danke und Gruß an alle. Also wer da vielleicht irgendwas hat, kann sich melden. Über mich, dann kann ich das weiterleiten an diese Gruppe dort, ja. Dann bekam ich hier noch einen zweiten Informationen. Hallo Detlef, ich habe einen Programmtipp vom Verblödungs-Mainstream-Medium Fernsehen. Schreibt, zitiert. Am 17.06.2014 hat Arte im Programm, ich zitiere, der Banker Master of the Universe oder Universe, eine Arte-HR-Produktion ab 22.55 Uhr, ne? Weil da ja sowieso niemand mehr schaut. Bestimmt gibt's heute wieder interessante News von dir. Danke für deine großartige Arbeit. Danke dir. Ja. Wir tun, was wir können, oder? Ja, klasse. Also natürlich könnten die Matrix-Medien klasse Arbeit machen. Gar keine Frage. Die haben alles. Die haben die Technik, die haben sicher gut ausgebildete Leute. Aber sie dürfen nicht. Sie machen es nicht, weil sie nicht für Aufklärung,
für den Souverän arbeiten, sondern als Propaganda-Instrumentarium der DIMS, der dominanten irrsinnigen Minorität, die uns damit im Dunkeln behalten wollen. Und da müssen wir eintreten, das ist unsere Aufgabe. Okay, also reinschicken hier unter radio.net könnt ihr mir eure Meldung noch reingeben. Dann kann ich das mit vorlesen. Okay. Ja, und was ich eben vorhin ankündigte, das passt auch noch ganz gut hier da hinein. Das ist, ich habe hier eine Liste bekommen von Firmen in Deutschland, die Produkte von Monsanto verwenden. Ja, das ist die Quelle, ist die Technische Universität in Berlin. Hoppala. Und da will ich das wenigstens zitieren. Ich werde das nachher auch als Anlage bringen im der Linkliste unten oder einfach abbilden, weil es ist hier in diesem Fall eine Abbildung, also ein Foto, was man sich dann also ansehen kann, durchlesen kann. Das ist einmal die Firma Unilever. Die hat Marken wie Rama, wie Bifi, wie Letta, Lipton, Cornetto, Domestos, Knorr, Solero, Cremissimo, Magnum, Axe, Fizz, Dove, Bertolli, Fanny, Rexona, Langnese, Mondamin, Du darfst, Sanella, Duschdas, Signal, Mazzola, Bezel, Coral, Vienetta, Impulse, Lux. Und da finden sich offenbar auch eben dann Monsanto-Produkte da drin. Die zweite Firma ist die Firma Nestlé. Da gehört dazu After Eight, Alete, Bärenmarke, Beba, Bübchen, Buitonie, Butterfinger, Caro, Schokocrossis, Findus, Frisco, Hagen, Das, Hertha, KitKat, Leisi, Lion, Maggi, Mövenpick, Nescafé, Nespresso, Nesquik, Purina, Nestlé Schöller, Nuts, Grolo, San Pellegrino, San Bitter, Smarties, Tomi, Vittel, Wagner und Pure Life. Boah, da habe ich auch viele Marken gesehen, die ich auch jetzt mal irgendwann verwendet habe. Das werde ich umstellen. Diese Marken kommen bei mir auf die Verbotsliste und die Hersteller auch. Der nächste ist Bondeles. Die haben Jacobs, also Kaffee, Kaffee Haag, Maxwell House, Tassimo, Onco, Kaba, Kool-Aid, Sycha Express, Miracle Whip, Vegemite, Belvita, Milka, Toblerone, Mozartkugel, Daim, Philadelphia und Capri Sonne. Dann Procter und Gamble, Braun Gillette, Head and Shoulders, Herbal Essences, Max Factor, Olas, Old Spice, Pantene, Shockwave, Vella, Blender Dent, Blender Med, Clear Blue, Metamucil, Oral B, Persona, Vic, Ace, Ambipur, Antikal, Ariel, Dash, Duracell, Ferry, Febreze, Lenor, Meister Proper, Swiffer, Eukanuba und Lams. Und dann kommt Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzomix, Lift, Nestlé, Bon Aqua, Apollinaris, Powerade. Dann Müllermilch, Weins, Stefan, Lose geschrieben, Restaurantkette, Nordsee, zu 80% steht dahinter. Boah, da bin ich auch mal hin und wieder hingegangen. Ist gestrichen. Pepsi, Schweppes, Heinz, Kellogg's, Lipton, Pringles, Uncle Ben's und Mars Deutschland.
Boah. Also es gehört nicht alles zu Müllermilch, ne? Das sind alles dann zusätzlich noch Marken respektive Firmen, die dann noch dazugehören. Boah, Mann, das ist der Hammer. Und das finde ich also schon enorm. Ja, Mann. Tja, also da bin ich entsetzt. Ne? Bin ich echt entsetzt. Na gut, okay. Wir haben es alle geahnt. Wir werden sehen, ob die das nicht vielleicht zurückziehen müssen, wenn das publik wird und viele, viele Menschen dann einfach diese Produkte nicht mehr kaufen oder eben nachfragen danach, ob da Monsanto drin ist. Ne? Das müsste sowieso eigentlich jeder jetzt vermehrt tun, fragen bei all den Geschäften, wo man noch einkauft, bei den Marken, auf die man möglicherweise hier und da angewiesen ist, nachzufragen, ob dort irgendwelche Monsanto oder anderen genmanipulierten Produkte verwendet werden. Ja, klasse für die Zusendung, danke ich recht herzlich, oder? Gut. Ja, ich meine, wer jetzt noch Fastfood und so zu sich nimmt, und ich war jetzt ein bisschen geschockt mit Nordsee, aber da darfst du auch nicht mehr hingehen. Ne? Da dachte ich mir noch, okay, das Fisch. Ne, aber gut. Tja, alles klar. Diese Listen in Edeka auslegen lassen. Ne? Am besten, ja, genau. Kopieren und dann auslegen und sagen, das war's. Ne? Oder? Naja, okay. Ich würde mal sagen, das sind also tiefgreifende Sachen, die furchtbar sind. Bin ich also ganz entsetzt. Bin immer noch ein bisschen geschockt jetzt hier davon, weil ich das ja auch gerade erst so während der Sendung reinbekam. Okay. Ja, und es gibt auch viel, viel mehr darüber zu berichten. Und das ist sicher nicht nur eine Sache von der Bundesrepublik in Deutschland, aber hier insbesondere hatte die Arche eine Information hier reingebracht und ich habe es hier verlinkt bei mir auf der Seite wakeness.net News zu dem Thema Kinderrechtsverbrecher, so habe ich das überschrieben. BRD-Rechtspraxis verstößt knallhart gegen internationale Konventionen. Also eine Zusendung von archeviva.com. Deutsche Rechtspraxis ist ein knallharter Verstoß gegen diese internationalen Konventionen. EU-Abgeordnete Angelika Wertmann: Kinder, egal wo wir sie auf dieser Welt haben, die haben eben ein Recht auf beide Elternteile. Und ja, und der Herr Porompka, ein Petent, ja, der so eine Petition geschrieben hat, sagte, wir werden hier immer wieder auf nationales Recht verwiesen. Ich stelle ernsthaft die Frage, warum Deutschland internationale Konventionen unterzeichnet, Menschenrechtskonventionen und andere, wenn es nicht die Intention hat, diese überhaupt einzuhalten. Ja, und das nicht nur beschränkt auf Kinder oder diese spezielle Situation, sondern eigentlich auf alles. Ne? Du darfst nicht einen wegen 5 Euro einsperren, weil er eine Schuld hat. Das ist menschenrechtswidrig. Und dagegen müssen wir auf die Hinterachsen. Das dürfen wir nicht zulassen. Diese Gerichte, die das anordnen oder diese Behörden oder Nichtämter, weil sie können sich ja amtlich alle nicht ausweisen, sind wieder auf den Topf zu setzen. Das geht nicht. Das machen wir nicht mit und das muss ganz großflächig geschehen. Ich werde mich da ganz insbesondere damit beschäftigen in den nächsten Wochen und Monaten. Das nochmal hier so zwischendurch. Und Deutschland, so steht es da weiter aus dem Zitat, verpflichtet sich in diesen Menschenrechtskarten oder Karten, als die Mehrzahl von Charta, UN, Menschenrechtscharta, dass zum Beispiel Kinder ein Recht haben auf beide Eltern, die haben das Recht, die Eltern zu sehen. Ein Umgangsausschluss darf nur in ganz krassen Fällen ausgesprochen werden, wo wirklich die Kinder in Gefahr sind. Und wenn sie die deutsche Rechtspraxis sehen, dann ist das ein knallharter Verstoß gegen diese internationalen Konventionen, sei es auf europäischer Ebene, sei es auf UN- oder UNO-Ebene. Jawohl. Warum also unterzeichnet Deutschland das und warum wird also die deutsche Unterschrift unter solchen Dingen überhaupt akzeptiert? Ja, wissen wir ja nicht, ob die wirklich unterschrieben haben. Ne? Vielleicht haben die es auch so blanko gemacht, wie die das hier gerne machen. Ne? Also die österreichische EU-Abgeordnete Angelika Wertmann: Kinder, egal wo wir sind auf dieser Welt, haben das Recht auf beide Elternteile. Und da sieht man auch ein Abbild eben von dieser Frau. Ja, und
Sie antwortet also auf diese Petition. Also in einem Punkt, da bin ich jetzt voll und ganz bei Ihnen, Kinder, egal wo wir sind auf dieser Welt, haben das Recht auf beide Elternteile. Über das, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren. Und ich denke, in dem Punkt müssen wir die Petenten unterstützen. Also ich glaube, da ist ein Ansatz, dass wir sagen müssen, das müssen wir uns näher anschauen. Kinderrechte sind einzufordern und einzuhalten. Das wollte ich noch angemerkt haben. Danke. Da gibt es dann auch einen Link zu dem Video, wo sie das offenbar sagt. So, wir sind jetzt in einer kleinen Pause, sind dann gleich wieder zurück. Wir hören hier auch etwas Neues, nämlich von David Tarter, Ambient Light. Und da sehen wir uns gleich wieder. Ist der Sender von Wake News Radio, Wake News TV. Bis gleich. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. We'll be right back.
IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ja, es ist Detlef wieder zurück hier aus unserer kleinen Kaffee-Unterholungspause von all dem Schrecken hier, vor allem mit den ganzen Produkten und Firmen und Marken, was die da alle, dass die alle da Monsanto drin haben. Ich bin immer noch gestockt, gell? Vor allem, weil ich ja nur gerade vor kurzem irgendwas davon gegessen oder benutzt habe, ja. Also da müssen wir also vollständig umdenken und wir müssen auch diese Firmen und ja, Verantwortlichen dort zwingen, das offen zu legen, das zu deklarieren und dann eben sagen, okay, dann friss selber oder nutze selber, aber ich nimmer. Okay, das müssen wir den Leuten auch klar machen und nur dann verstehen sie das. Die verstehen nur Tacheles und Tacheles heißt nichts anderes als, da müssen wir einfach mal ein bisschen lauter werden, den Mund aufmachen. Deswegen heißt auch die heutige Sendung ein wenig so, nämlich die Stimme des Volkes. Mach den Mund auf. Jawohl. Und darum geht's. Wir sind in der 2 Stunden heutigen Sendung am 29. April 2014. Ja, und ja, wir haben also jetzt hier schon einiges gehört zum Thema und auch zur Montagsdemonstration und vor allen Dingen die auch aus Basel, wo ich was eingespielt habe. Da gibt es eben noch das extra gemachte Video mit den Impressionen. Ist natürlich ein bisschen länger. Ist ja klar. Okay, kann jeder anschauen. Ich habe es auch verlinkt hier auf der Seite mywitness.wordpress.com, auch zur aktuellen Sendung. Ja, und mitmachen. Mitmachen ist wichtig, und zwar allein schon dadurch, dass man sein Verhalten ändert. Es ist also nicht nur die Stimme zu erheben, das müssen wir jetzt aber auch anfangen. Ne? Das können wir auch schriftlich machen, indem wir eben zum Beispiel uns nicht mehr ins Boxhorn jagen lassen und verlangen, dass man uns, wenn man etwas von uns will, beweist und nachweist, dass diejenigen, die was von uns wollen, auch das Recht dazu haben, ob es gültiges Recht ist, was angewendet wird und ob sie eine Amtlichkeit haben. Denn nur staatliche Amtlichkeit, ja, dadurch haben wir denen dann ja auch den Auftrag dazu gegeben, ist überhaupt befugt, irgendetwas anzuweisen oder uns um irgendetwas zu bitten. Letztendlich, wenn wir nicht damit einverstanden sind, wir als Volk, ist Feierabend mit diesen Leuten, ne? Die da meinen, sie seien der Boss. Die sind nur unsere Diener und das muss man einfach verstehen. Verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig und das dauert. Das weiß ich, das ist nicht ganz einfach für viele Leute zu kapieren, dass es eigentlich andersrum ist. Weil man eben uns über die Jahrzehnte, Jahrhunderte Gehirn gewaschen hat, denen zu dienen, statt umgekehrt. Okay. Ja, wir haben also in dieser 2. Stunde die Möglichkeit, auch noch über die Dinge zu reden, zu diskutieren. Ihr könnt mir eure Sachen reinsenden unter radio@wakeness.net. Freue ich mich. Natürlich auch Sachen hier im Chatraum noch posten. Dann versuche ich, die mit reinzunehmen. Gar keine Frage. Ja. Der Punkt ist einfach, wir haben jetzt einfach einen Moment erreicht und das sehen wir eben in der Ukraine sich entwickeln, dass wir Angst haben müssten, dass die also da einen Weltkrieg vom Zaun brechen. Und diesmal ist es keine Angst, die uns gefangen halten darf, sondern das ist ein Aufschreck-Alarmsignal, dass die also uns hier mittels dieses Krieges in die Knie zwingen wollen. Der Krieg ist nämlich nicht gegen irgendeinen wie Russland oder sonst irgendwas, sondern gegen uns, weil sie mit dem Eintreten in Kriegshandlungen alle Verfassungen, Grundrechte, Freiheiten außer Kraft setzen können, weil das so von denen dann ausgespielt wird und die meisten Leute kriegen das dann nicht mehr mit und vergessen dann, dass sie überhaupt mal Rechte hatten und das müssen wir verhindern. Ja, und da ist, glaube ich, eine Aktion wie die Montagsdemonstration eine Variante, eine Möglichkeit, aber das darf nicht alles sein. Wir müssen das eigentlich in unser tägliches Leben integrieren, so vorzugehen, wie es auf den Montagsdemonstrationen vorgemacht wird. Nicht nur einzelne Menschen dort auftreten lassen als Redner und denen bewundernd und zuklatschend zuhören und dann wieder nach Hause gehen und sich ins Bett legen. Nein, das muss übergehen. Jeder muss sprechen können. Jeder
muss diese Informationen haben, teilen und mitteilen, vor allen Dingen den anderen und Menschen auffordern, sich darüber Gedanken zu machen. Denn unser aller Leben, unser aller Freiheit und unser aller Rechte hängen am seidenen Faden. Ja, Leutchen. Ist doch klar, die wollen sich von uns, vom Chef trennen, den letzten kleinen seidenen Faden, der sie noch festhält, durchtrennen, um dann in absoluter Tyrannei über uns herzufallen. Das tun sie ja sowieso schon hinter dem Rücken, wenn man sich die EU anschaut, was da abläuft, dann muss man einfach mit dem Kopf schütteln. Und es gibt da zwar den einen oder anderen, der das nicht mitträgt in der EU, aber wir wissen, das EU-Parlament als solches ist eine absolute Farce. Das wissen wir doch. Der Van Rompuy hat gesagt, das könnte er eh auflösen, das brauchen wir eh nicht, kostet nur Geld. Die haben eh nichts zu sagen. Oder? Ja, und insofern muss man dem Recht geben. Und das sagt er ganz so, wie es auch tatsächlich ist. Die EU ist keine vom Bürger, von den Menschen getragene Institution, sondern es ist einfach nur ein neuer Club der Dims, womit sie uns dann eben noch besser in der Klammer haben. Und das sollte man einfach realisieren. Und da gab es hier einen Artikel, habe ich bei mir verlinkt unter wakenews.news, nämlich NWO EU-Diktatur, soll ich zur Europawahl gehen? Ja, werden sich sicher die einen oder anderen fragen, vor allem diejenigen, die überhaupt noch gar nicht so weit sind, dass sie sich diese Fragen stellen und das noch gar nicht durchblickt haben, weil man ja auch in der Schule, in der Ausbildung, in den Medien Gehirn gewaschen wird, weil das nie in Frage gestellt wird. Das Europaparlament steht dort als Aushängeschild für demokratische Verhältnisse, für Bürger, Integration, für Bürgermitmachmöglichkeiten, wobei das überhaupt gar nicht der Fall ist. Ja, und dieser Artikel war hier bei der wir-zeitung.com mit der Frage, soll ich zur Europawahl gehen? Und es steht darin, es ist bald soweit, am 25.05.2014, wir dürfen wieder wählen gehen. Ach, darf ich meine Stimme in die Urne werfen? Wieso eigentlich Urne? Da wird man dann mein Stimmzettel begraben, oder wie? Müsste es nicht Stimmabgabebox heißen? Egal. Oder doch nicht? Ich zitiere weiter. Ich muss eine Entscheidung fällen. Lohnt es sich, mich schick zu machen und dann zum Wahllokal zu flanieren, um dort schriftlich niederzulegen? Neuerdings mit Bleistift. Kann man das dann nicht eventuell auch ausradieren oder ändern? Welche Partei oder etwa Gesinnung ich habe? Was wähle ich da eigentlich? Das EU-Parlament. Okay, welche Personen werden denn von den Parteien in dieses EU-Parlament abgestellt? Weiß ich nicht. Wo kann man darüber lesen? Gut, selbst wenn ich das jetzt wüsste, über was entscheidet das Parlament? Über gar nichts. Die labern da nur. Und warum soll ich die jetzt wählen? Ist doch egal, wer da labert. Im Bundestag tun sie das ja auch. Ist eigentlich langweilig, meistens. Und es hat auf Entscheidungen überhaupt keinen Einfluss. Es wird den Leuten also nur was vorgespielt. Debatten nennt man das. Zurück zum EU-Parlament. Anscheinend ist es da ja nur dazu da, um den Menschen etwas vorzugaukeln. Och, hoppla, vielleicht schicken sie den Gauk da bald hin. Okay, das war meine kleine, wir gehen so. Zurück zum Originaltext. Van Rompuy hat vor kurzem gesagt, dass er die EU-Wahl für überflüssig hält. Entschieden würde woanders. Man kann da natürlich auch die Links finden dazu auf dem Text hier. Aha, die Entscheidungen werden von der EU-Kommission, dem EU-Rat getroffen und die kann man nicht wählen. Das ist dann mein erstes Argument, nicht wählen zu gehen. Dieses ganze EU-Konstrukt ist ziemlich merkwürdig. Da scheint es mit der Demokratie nicht weit her zu sein. Das Volk kann überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen. Die EU regelt alles und reglementiert alles. Von der Kaffeemaschine über die Toilettenspülung bis zur Presse- und Meinungsfreiheit. Demos, die früher mal Ausdruck unserer Freiheit waren, sind heute schon nur noch angemeldet durchführbar.
Ja, damit unsere Diener Bescheid wissen. Ne? Okay, ich zitiere weiter. Wahrscheinlich, damit die Polizeiaufmärsche organisiert werden können. Schließlich dauert es ja, bis die Einsatztruppen aus anderen Bundesländern oder auch aus den EU-Nachbarländern am Demoort einsetzbar sind. Ach ja, und schießen dürfen die auch? Aufs Volk? Machen sie ja teilweise schon. Zwar nicht mit den Gewehren, aber mit den Wasserwerfern. Die neue Generation hat einen immensen Druck und das Wasser wird mit Pfefferspray oder ähnlichem gemischt, so dass nicht nur Knochenbrüche, sondern auch Verätzungen die Folge sind. Ne, wir sind das bei Stuttgart 21, ne, hat einer das Augenlicht verloren dabei. Wenn ich also wählen gehe, dann sage ich doch damit aus, dass ich für die EU bin. Für die EU und alles, was sie macht. Will ich das? Finde ich das wirklich gut, was sie macht? Wer hat eigentlich diese EU erfunden? Ich zitiere hier aus dem Text weiter. Wir sind doch gar keine EU-Bürger. Wir alle haben doch ein Land, in dem wir geboren wurden und zu dessen Kultur, Sprache, Vergangenheit wir gehören. Warum sollen oder wollen wir das aufgeben? Wer will diese Globalisierung? Und wer redet uns das ein? Warum sollen wir alle gleich sein? Es ist doch sehr schön, zum Beispiel nach Frankreich zu fahren und dort diese wunderschöne Sprache zu hören, die Menschen zu erleben und ihre Kultur zu genießen. Es sind Franzosen, wir sind Deutsche. Ja, aus dem Text, ne? Zitiert. Ich fahre gern ins Ausland, um dort die Andersartigkeit zu erleben. Das hat etwas Faszinierendes. Warum sollen wir das aufgeben? Wer will, dass wir das aufgeben? Mit der Wahl am 25.05.2014 werden wir EU-Bürger. Ich sehe mich nicht als EU-Bürger. Das ist mein zweites Argument, nicht wählen zu gehen. Habe ich nicht vor kurzem gelesen, dass unser Land gar nicht souverän ist, dass die BRD ein Besatzungskonstrukt ist, dass wir Personal desselben sind? Aha, deshalb Personalausweis. Dass die Gesetze gar keine Gültigkeit haben, weil man den Paragraphen, in dem das Gebiet für die Gültigkeit dieses Gesetzes geregelt war, gestrichen hat? Dass Berlin nicht zu Deutschland gehört? Immer noch dem Vier-Mächte-Abkommen unterliegt? Und deshalb dort verabschiedete Gesetze ungültig sind und so weiter? Das bedeutet doch, dass die Wahl ungesetzlich ist, keine gesetzliche Legitimation, noch ein Argument, nicht zur Wahl zu gehen. Fazit, ich will wieder, dass meine Stimme in einer Urne beerdigt wird. Also ich will weder, ne, steht da. Ich will weder, dass meine Stimme in einer Urne beerdigt wird, noch will ich ein EU-Bürger werden und damit meine Freiheit und meine Menschenrechte aufgeben. Ich will Deutscher bleiben oder Deutsche, ne? In Freiheit und mit allen Rechten, die uns Gott gegeben hat. Von Anita Fabri in der wir-zeitung.com. Ja, und ich denke, Ähnliches könnten Österreicher schreiben oder Franzosen. Ja, die finden vielleicht die Deutschen auch ganz interessant, mal hin und wieder zum Urlaub machen, wenigstens. Oder andere europäische Nationen, die hier eigentlich über den Tisch gezogen werden, oder? Also interessant, guter Artikel, ja. Kann man auch nur empfehlen, das weiter zu verbreiten, diese Fragen einfach mal sich zu stellen. Ja, und was auch noch klasse ist, die Arche, auch wieder hier sehr aktiv, gerade was also Menschenrechte und Rechte für Kinder und Eltern angeht. Archiviva.com. Heiderose Mantai bezieht in Brüssel Stellung zur Vorgehensweise deutscher Jugendämter und Familiengerichte. Und da gibt es also einen Artikel über die Pressekonferenz im Europäischen Parlament, auch wenn die nicht viel zu sagen haben, aber immerhin, ne, wird dort etwas gesagt, hin und wieder. Und da zitiere ich daraus, wir brauchen dringend die Hilfe vom Ausland, weil Deutschland das alleine nicht schafft.
vor Überreichung der Sondereditionen Papa Ja, Experten zu Elter-Kind-Bindung und Gewaltprävention, Zeitleiste so und so aus diesem Video. Meiner Meinung nach benötigt es Deutschland, sanktioniert zu werden für das, was es tut. Dann noch ein weiteres Zitat aus diesem Video. Es ist eine Form von Gewalt, die auf die Kinder ausgeübt wird. Was würde das Europäische Parlament tun, wenn diese Gewalt mit Waffen ausgeführt werden würde? Denn die Konsequenzen für die Kinder, das sind dieselben. Ja, und das ist also wichtig, sollte man also unbedingt auch nochmal lesen. Gerade dieses Thema mit Kindesentzug ist in der Bundesrepublik in Deutschland eine absolute Freveltat. Wir werden uns auch in der nächsten Zukunft mehr damit beschäftigen. Ich habe auch schon dort vor, also Betroffene zu hören. Wir werden etliche Presseanfragen an entsprechende Jugendämter und Gerichte, in Anführungszeichen, die sich als solche nicht ausgewiesen haben, stellen und nachfragen und nachhaken und darüber sehr explizit berichten. Ja, aber man sieht, es gibt auch Nationen, die sich wehren, hier zum Beispiel Ecuador, gegen das US-Kriegsmonster, nämlich US-Militärs müssen Ecuador verlassen. Ja, das kam hier eine Information im kritisches-netzwerk.de. US-Militärs müssen Ecuador verlassen. Das Büro für Sicherheitskooperation der Botschaft muss die Arbeit einstellen. Die Regierung Ecuadors wünscht keine US-Militärs mehr im Lande. Von Eva Haule von amerika21.de. Quito, das ist der Ort. Die Regierung von Ecuador hat angeordnet, dass die Militärangehörigen der US-Botschaft in Quito, der Hauptstadt, bis zum 30. April das Land verlassen müssen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press oder AP, alles Rothschild. Oh Mann, und so weiter. Also es schaffen doch die einen oder anderen, sich einmal dagegen zu wehren. Dann fragt sich natürlich nur, wie lange, dann kommen die hinten über die grüne Grenze dann mit CIA-Leutchen wieder rein, ne? Das ist das Problem. CIA regiert eigentlich die Welt und die CIA ist nicht für die US-amerikanischen Menschen gedacht, sondern das ist das Instrument der DIMS, der dominanten irrsinnigen Minorität, die über ihre externen Büros da ihren Schrecken verbreiten, unter anderem Jesuiten drin stecken und Freimaurer und Illuminaten, wie sie alle nennen, Bilderberger, CFR, also wie die alle organisiert sind. Das wissen wir ja auch alles. Will ich auch nicht alles wiederholen. Okay. Ja, und die haben eben ihre Ziele und was die wollen, ist totales Chaos zu generieren, um eben dann aufgrund eben dieses Chaos Lösungen anzubieten, zu sagen, ja, also wir können das machen, aber müsst ihr einfach eure Rechte hier an der Tür abgeben und da reinsetzen ins FEMA-Camp und warten, bis wir euch das Brot Krümelchen geben und am Leben lassen, wenn die Umerziehung keine Chance hat. In der EU wollen sie auch die Leute umerziehen. Also, ist unglaublich. Mann, oh Mann. Okay, jetzt kommt noch was hier rein. Hallo Detlef, es ist zwar super, dass Leute sich damit auseinandergesetzt haben, um eine Liste von Nahrungs- und Pflegeprodukten zusammenzustellen, wo Monsanto und Co. ihre dreckigen Finger drin stecken haben. Und das bei fast allen gängigen Markenprodukten. Wenn das so ist, wo ich davon ausgehe, wie sieht es dann mit den No-Name- oder Billig-Produkten denn aus? Je billiger, desto giftiger. Weil ich leider ALG2 beziehen muss und es eh nicht leisten kann, Detlef, soll man jetzt auf der Stelle verhungern, nur mit Wasser sich waschen? Auch ja. Das Leitungswasser könnte ja auch fluoridiert sein, so ein Mist, aber auch, weißt du was, am besten, ich löse mich auf und tschüss. Ja. Das kommt sowieso auf uns zu, das mit dem Auflösen und tschüss. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist sowieso systemimmanent. Nein, aber was man tun kann, man kann die Leute darauf hinweisen. Man kann nachfragen, man kann einen Aldi, einen, wie sie alle heißen, oder Lidl oder Netto oder, ach ja, ich kenne die Namen alle nicht. Also mir fallen nur so ein paar ein, ihr wisst mehr, oder Migros oder Coop oder wie sie alle heißen. Anschreiben, fragen. Anrufen und eine E-Mail schicken. E-Mail kostet nichts. Ja, die haben auch so Verbraucherstellen und fragt an, wir hätten gerne Auskunft, ob ihre Produkte, die sie anbieten, unter eigener Produktbezeichnung XY oder Ja oder wie sie alle heißen, ne,
Penny oder, also ja, also verzeiht, dass ich da nicht alles weiß. Ihr wisst das selber bei euch, was ihr für Produkte verwendet. Und dann eben sagen, ob da genmanipulierte Substanzen drin sind oder ob da Monsanto-Produkte drin sind, verwendet werden, auch beim Herstellungsprozess, bla bla und so weiter. Oder andere Gifte. Ja? Da müssen die antworten und bei einem, da kriegst du dann irgendwann, nein, scheiß in Ordnung, leg die wieder hin. Ne? Aber wenn das Hunderte, Tausende machen und dann eben auch solche Informationen mit geteilt werden, dass da solche und solche, man kann ja diese Sache dem mitteilen. Ja? Oder? Musst du sie halt abschreiben, diese Produkte und Marken und was weiß ich, und das dann in die E-Mail mit reinschreiben und dann eben sagen, hier, das sind die Produkte, wo bewiesen ist, dass da Zeugs drin ist. Ich möchte jetzt wissen, wie es mit Ihren Produkten ist. Wir müssen alle was tun. Es nutzt nicht, einfach nur hingehen, konsumieren, wieder hinlegen, das war's. Wir müssen alle aktiv werden. Ich bin jetzt auch mehrere Tage hintereinander immer aktiv, muss alles Mögliche machen. Ja, fragt mich da auch keiner, ob ich das, ja, ich mache es ja gern, weil es eben nicht nur für euch ist, sondern natürlich auch für mich. Ja? Ich mache die Arbeit ja auch für mich. Aber wir müssen alle für uns selbst und für die anderen mitarbeiten. Da muss jeder das Letzte aus sich herausholen, was möglich ist. Ja, ich hatte gestern einen Kameramann dabei, der krank war. Der war krank und ich habe ihn so lange gebettelt, bis er gesagt hat, ja, okay, ich komme mit, okay. Aber der fühlte sich auch wie, ne? Und dann irgendwann ist nach einer Dreiviertelstunde Kamera auf dem Halten, ist ihm gesagt, ich kann die Kamera nicht mehr halten, kannst du mir die abnehmen? Ne? Ja. Ja. Wir müssen alle unser Letztes geben, ich kann es auch nicht ändern. Wir sind in einem Krieg, in einem Kampf. Da ist alles erlaubt, solange es friedlich ist. Und das müssen wir nutzen. Das geht eben auch an unsere Substanz. Aber je mehr es tun, umso erfolgreicher werden wir sein. Ja, hier kommt eine Meldung. Montagsdemo in Essen. Hallo, ich bin gestern auf der Montagsdemo in Essen gewesen. Musste feststellen, dass es mich nicht sehr euphorisch gestimmt hat. Viele Themen vermischen sich teilweise mit Halbwissen und dem Problem, sich mit der eigenen Ansicht zu identifizieren, was dann zu Eitelkeiten führt. Ein Redner beispielsweise, der für zukünftige Wahlen empfahl, die Wahlzettel durch das Ankreuzen aller Parteien ungültig zu machen, wollte meine Meinung überhaupt nicht wählen zu gehen, gar nicht erst zulassen, obwohl ich durch Argumente und Fakten meinen Standpunkt klarstellen wollte. Stattdessen sammelte er Mitglieder für seine Facebook-Seite. Natürlich kamen auch Leute zu Wort, die ihn ihre Aussage voll unterstützen konnte. Insgesamt ergibt sich für mich der Eindruck eines Sammelsuriums verschiedenster Themenbereiche, die nur schwer unter einen Hut zu bringen sind, somit keine wirkliche Stoßrichtung entstehen lässt. Mein Vorschlag wäre, sich auf die wichtigsten Themenbereiche wie Friedensforderung und die Loslösung von Zinseszins oder Schuldgeld zu befreien. Alles Weitere müsste dann später sowieso neu verhandelt werden. Liebe Grüße von Jupiter. Ja. Gut, also das sagte ich ja eingangs in der ersten Stunde schon, dass es, je größer so eine Bewegung wird, immer irgendwelche Gruppierungen geben wird oder Interessen, auch vor allem der Mächtigen, das wieder in den Griff zu kriegen, das zu zügeln, das nicht ausufern zu lassen. Genauso wie beim Grundeinkommen, ja, mit einmal festgestellt wurde, dass sich da die Common Purpose auch drunter mischen, ja. Oder eben so wie der DM-Marktfritze da, der auch heute Vormittag da, nee, den habe ich nicht zitiert, aber der wurde zitiert da gestern in der Montagsdemo da im Video. Der also ja auch da Common Purpose mit unterstützt, also auf der Bankster-Seite sitzt, selbst auf Milliardenvermögen hockt und nur so am Rande mal ein bisschen mitmischt. Also es gibt kein Patentrezept und deswegen müssen wir alle aufpassen, was du tust, ist richtig. In Frage zu stellen, zu kritisieren, solange es fair und sachlich ist, sollte man das tun. Und auch sagen, ja hoppla, aber wenn du da über das redest, dann muss es auch eine Gegenansicht geben können, die man dagegen stellen kann. Es ist halt so, wenn viele Leute aus verschiedensten Bereichen zusammenkommen, die also nicht eben in einer Linie bereits getrimmt sind, und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht,
dass irgendeine Partei, Organisation oder sonst irgendwas das in die Hände nimmt, sondern wir selber müssen dafür sorgen, dass das in die richtige Richtung läuft. Und es dürfen auch Leute mal ruhig was sagen, womit man nicht übereinstimmt. Man kann dann eben auch mal kritisch sein. Und das, was du getan hast, ist richtig. Und nicht euphorisch zu sein, ist auch gut, weil wenn du euphorisch bist, vergisst du deine Kritik. Ja, man kann zwar begeistert sein von einer Idee und sagen, aber man wirft doch dann leicht auch vielleicht seine Kritik und seine, den Versuch, das zu analysieren, über Bord. Ne? Man ist manchmal begeistert von einer Person, ja, oder von einer Idee oder von einer Partei. Ja. Deswegen sage ich immer bei mir, ich bin keiner, der irgendwie seine Person hier huldigen lassen will. Es gibt Leute, die mögen mich vielleicht, es gibt Leute, die mögen mich nicht. Ja. Aber meine Person ist nicht entscheidend. Ich bin halt derjenige, der das hier ausspricht und der das hier für Wake News macht. Und das heißt nicht, dass alles das, was ich sage, immer richtig sein muss. Sondern es muss auch alles kritisch hinterfragt werden. Ich bin manchmal auch nicht richtig. Ja? Spüre das später oder merke das später und versuche mich zu korrigieren, sofern das möglich ist. Aber was ausgesprochen ist, ist ausgesprochen. Ja? Das ist so. Ne? Deswegen haben wir ja live hier, Live-Sendung. Ich konstruiere nichts, sondern mache das live. Ja, und insofern ein guter Punkt, weil es ist wichtig, dass wir aufpassen. Ne? Oder? So, jetzt kommt noch ein Hinweis hier. Hallo Detlef. Echt tolle Sendung heute. Danke dir. Wie Jörg Bergstedt es so schön sagte, ruhen sich Firmen wie zum Beispiel Bayer und Beiersdorf sehr auf den Aggressionen gegen Monsanto aus, obwohl sie genau so, wenn nicht sogar noch mehr, mit Genpflanzen etc. rummachen. Ein Boykott auch dieser Firmen wäre sehr wünschenswert. Liebe Grüße aus Hamburg vom Henry. Ja, klar, ich meine, Monsanto ist halt der größte und bekannteste. Und da hast du vollkommen recht, man muss alle solche Firmen beobachten. Aber eben, es ist schon erschreckend, allein festzustellen, wer schon alles Monsanto verwendet. Ne? Immer noch geschockt. Ja, man kann mich auch mal schocken. So, hier kommt noch was. Hallo Detlef. Schön, dass du bei der Friedenswache in Basel warst und dass diese Friedenswachen sich ausweiten. Zu dem Thema Marken mit Monsanto ist noch zu bedenken, dass die Firmen auch andere Produkte haben, die unter einem anderen Namen vertrieben werden, fast identisch sind, also auch die Inhaltsstoffe. Somit haben wir fast keine Möglichkeit, den wirklichen Hersteller zu finden. Aldi, Lidl, Edeka, Netto und all die anderen lassen bei den großen Herstellern Produkte als Eigenmarken produzieren. Von den Verkäufern erfährst du im Grunde nicht die Herkunft der Produkte. Es ist auch die Absicht der Verschleierung mit eingebaut, zum Beispiel hergestellt von Firma XY, abgepackt für zum Beispiel Aldi. Herzliche Grüße, Roselein. Ja, klar, aber wir müssen trotzdem darauf drängen. Und ich habe das auch schon mal. Ich habe in früheren Jahren bei einigen Produkten angefragt, ist da Genzeugs drin? Nein, wenn, dann müsste es draußen dran stehen. Ich glaube, es war eh auch Lidl oder so, Kaufland oder irgendwas habe ich da mal angefragt. Okay, jetzt kommt hier was. EU-Parlament steht zur Wahl. Leider haben die nichts zu entscheiden. Dagegen ist die EU-Kommission, die nie zur Wahl steht, eine Diktatur. Genau, das haben wir vorhin auch in dem Artikel zum Ausdruck gebracht. Gut. Ja, also ihr seid hier herzlich aufgefordert und gebeten, eure Ansichten hier noch mit reinzubringen. Gar keine Frage, wäre nicht schlecht. Gell? Ja, dann hier schickt auch nochmal einer was rein über die Reptiloiden-Show Robbie Williams. Das ist ja so ein Gesangskünstler, ja, Showstar. Der hat also da irgendwie in der Wiener Stadthalle am 29. April 2014, das müsste ja heute sein, für die also bis zu 300 Euro gezahlt wird, für diese Dämonenshow, sagte, dürfte kaum bekannt sein, dass ihr Idol Robbie Williams, global gesehen einer der maßgeblichsten Satanisten im Showbiz ist. Man muss aber alle Eltern, die ihren Kindern den Eintritt bezahlen, für ihre grenzenlose Ignoranz und bodenlos hirnlose Dummheit auf das Schärfste beurteilen. Kein Zweifel, dass mindestens 96% des Volks die Intelligenz eines Regenwurmes besitzt. Was so viel?
Und das wird von Satans Kreaturen wie Robbie Williams als Rattenfänger von Hameln weidlich ausgenutzt. Dazu kommen handfeste Gerüchte, dass Williamson mit seinem UFO und außerirdischen Tick nicht nur menschliche Gene besitzt, sondern ein sogenannter Reptiloid, genetischer Nachkomme einer vormenschlichen Zivilisation, wäre. Naja. Er versteht sich von selbst, aussehen tut er so. Ne? Das ist nicht so mein Typ, aber weiß nicht, wie das ist. Er versteht von selbst, dass sämtliche Satans-Performer von jüdischen und Freimaurermedien wie Österreich hymnisch bejubelt werden. Dazu gehört allerdings auch der österreichische Volksrock-Roller Gabalier und die hirnlose Schlampe Larissa Mahold, kenne ich gar nicht, nur um einige zu nennen. Ja, ich zitiere erst. Williams beweist mit seinen Videos, Auftritten, Fotos, offiziellen Logos und Tattoos in überzeugender Weise seine hymnische Verehrung nicht nur für den ägyptischen Gott Horus, welcher der Legende nach das Licht repräsentiert, also Lucifer. Ne? Williams verdankt auch seine Karriere der Satanskirche, wie man hier deutlich sehen kann. Er hat da so ein paar Fotos dazu gelegt. Der Horus-Kult ist jedoch nur ein Feigenblatt für die Satans- und Dämonenverehrung. Auch die altägyptischen Götter und deren Illuminatenkultur, der Pharaonenkult, basiert gemäß sumerischen Überlieferungen nur auf jener Epoche, als die Erde von außerirdischen Intelligenzen, in Anführungszeichen Dämonen, Blut und kriegslüsternen Monstern und Zwitterwesen besiedelt war oder von diesen besucht, vergewaltigt und terrorisiert wurde. Ja, ist ja. Die Annahmen gibt es. Es gibt ja auch frühere Kulturen, die man nachweisen kann, die Techniken benutzten, von denen wir heute keinen Schimmer haben. Ja, und dann steht hier weiter, es besteht für PM keinen Zweifel, dass deren Gene heute noch in einigen Menschen ähnlichen Kreaturen weitervererbt wurden, laut sumerischer Überlieferung wohnten die Götter in Anführungszeichen, aber im Himmel, wo sie auch ihre mörderischen Kriege austrugen, kamen nur zur Jagd und zur Paarung auf die Erde. Cool. Und da die Menschheit, wie wir sie heute kennen, im Vergleich zu allen anderen Lebewesen auf dieser Erde sich zweifelsfrei völlig naturwidrig verhält, liegt die Vermutung nahe, dass sich bei den sogenannten heutigen Menschen in Anführungszeichen nur um eine Klonung und Produkt der Paarung handelt und keine natürliche Evolution oder Auslese stattfand. Eben eine naturwidrige Klonung durch diese ehemaligen Dämonen und Monster. In den sumerischen Überlieferungen, so steht da weiter, ich zitiere, wird auch die These vertreten, dass die Götter, in Anführungszeichen Tiere, in Klammern Menschen, zu ihrer Belustigung, zur Jagd erschufen. Viele der Klonungen dürften aber erfolglos, in Anführungszeichen, gewesen sein, bis auf Robbie Williams und andere Monster. Denen es gelang, sogar einen Nachwuchs zu produzieren und Österreich, in Anführungszeichen, jubelt sogar darüber hymnisch. Die Reptiloiden, wie zum Beispiel die englischen Royals, sterben also nicht so schnell aus. Robbie Williams wäre somit ein übrig gebliebenes Monster-Reptiloid mit einigen menschlichen Zügen. Und um diesen Dämon oder Satan zu sehen, zahlen Idioten jeden Preis. Ja. Unfassbar, die grenzenlose Dummheit der Menschen, die nur von der Weite des Universums übertroffen wird. Williams ist bekanntlich ein fanatischer Ufologe und Anhänger außerirdischen Lebens. Das ist wohl seine wahre genetische Abstammung. Fragezeichen. Und so weiter. Jetzt kommen also noch ein paar Sachen. Ich denke aber, das ist zu sehr zu intensiv da eingebaut, weil das ist heute ja nicht der Zweck der Sendung, obwohl natürlich wir über satanische Symbole auch in der ersten Stunde in Bezug auf Edeka gesprochen haben. Und das kann man sich dann, wenn man es nicht mitbekommen haben sollte, gerne auch nochmal in der Wiederholung, die dann anschließend heute stattfindet, nochmal anhören. Okay, und durchlesen. Ne? Habt ihr auch da veröffentlicht mit den Links, Bildern und so weiter. Ja, klasse. Also ihr könnt hier noch fein mitmachen. Ich gucke auch gleich nochmal im Chatraum, was da gesagt wird. Oder? Ja, und insofern ist wichtig, dass wir etwas sagen, weil nur wenn wir etwas sagen, werden wir bemerkt, wenn wir schweigen, wenn wir stumm sind, dann kann uns nicht geholfen werden, ne? Also aussprechen auch die Dinge, die einem vielleicht am Anfang etwas absurd scheinen, aber wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es einen beschäftigt, dann darf man es doch auch aussprechen. Dann braucht auch eine Plattform. Warum müssen wir uns denn politisch korrekt verhalten? Das würde ja nichts anderes heißen, als wir dürfen den Dienern nicht auf die Zehen steigen. Ne? Das ist,
Ich denke, genau das Umgekehrte muss passieren. Wir müssen diesen Dienerschaften auf die Füße treten, damit mal ein bisschen besser wird hier. Ne? Und das ist der Sinn und Zweck auch eben dieser Montagsdemos, auszusprechen, um was es geht, um was es einem geht. Und natürlich sind die Themen vielfältig, weil jeder auch eine andere Schwelle von Problemen hat, die ihn beschäftigen. Aber letztendlich ist es doch so, dass es die meisten, vor allen Dingen die, die nicht so viel haben zum Überleben, immer an denselben Stellen trifft. Kinder werden entzogen, man wird abhängig gemacht von einem Sozialeinkommen, das so niedrig ist, dass man selber daraus überhaupt nicht mehr rauskommt. Es gibt keine Arbeitsplätze mehr, weil auch nichts aktiv aufgebaut wird, sondern verlagert global dorthin, wo Arbeit überhaupt am besten umsonst zu kriegen ist durch Sklaverei. Und das sind ja vor allen Dingen auch die fernöstlichen Länder oder Afrika oder viele solcher Regionen, wo die Menschen, die dort leben, ausgepresst werden, noch viel mehr als hier. Und die Leute, die hier sind, eben zu reduzieren und zu tyrannisieren. Wo hast du sowas schon mal gehört, dass man wegen 5 Euro in den Knast wandern soll? Ich meine, haben die ja nur alle Taste im Schrank oder was? Also wenn hier nicht ein Aufheulen der Menschheit, vor allen Dingen in diesen Regionen, wo das der Fall ist, passiert, dann weiß ich es auch nicht, oder? Ja, okay. Also da denke ich, da müssen wir noch eine Menge tun, vor allen Dingen die Aufklärungsarbeit für den anderen ein bisschen Mut machen. Viele haben einfach den Mut nicht, auch den Mund nicht aufzumachen. Ja, ich bin ja froh, dass wir gestern so viele Leute hatten, die auch bereit waren, ein Interview zu geben. Man muss kein Perfektionist sein, um ein Interview zu geben. Man muss einfach das aussprechen, was man denkt, was man fühlt. Da liegt man richtig. Und dazu müssen wir die Leute animieren. Das geht nur, wenn man die auch zu Wort kommen lässt. Und das finde ich also sehr schön bei den Montagsdemos, also die ich jetzt so auch mal so stippvisitenmäßig gesehen habe, dass also auch einfach so Leute kommen können, dass es nicht nur bezahlte und organisierte Redner gibt, die meist immer nur dieselben sind, sondern dass auch Leute direkt, die betroffen sind, also Bürger, Menschen, zu Wort kommen können. Das sehe ich als großen wichtigen Teil und deshalb hole ich mir auch immer hier Interviewgäste oder vermehrt auch Interviewgäste rein, die direkt betroffen sind und die uns dann einfach Auskunft geben können aus ihrer Situation. Ja? Und wer da ein Thema vortragen möchte, der ist herzlich willkommen, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um darüber zu diskutieren, welche Möglichkeit man hat, welches Thema und so weiter. Herzlich gern. Okay, wir sind also hier in der Situation, dass wir in einen Krieg hineingeführt werden sollen. Und da müssen wir einiges tun. Alarmierend war hier zum Beispiel eine Meldung, wo die NWO Gold verschoben hat. Das heißt, die Überschrift, die ich gewählt habe, ist NWO Rothschilds geklautes Gold. US verlagert riesige Mengen Gold nach China, Hongkong. Hongkong gehört zu China. Das kam hier beim Kopfverlag, kopf-verlag.de, unter der Überschrift dergleichen. USA verschicken im Januar Gold in Rekordmengen nach Hongkong. So wie es aussieht, haben die USA, und ich zitiere von dort, im Januar so viel Gold wie noch nie nach Hongkong ausgeführt. Aber es war nicht einfach, nur ein neuer Höchstwert. Es war eine absolute Rakete. Vergangenes Jahr verschifften die USA Goldbarren im Gesamtgewicht von 215 Tonnen nach Hongkong. Insgesamt war die Menge an Gold sogar noch größer, weil auch noch Doré-Barren und Sediment nach Hongkong gingen. Wie man sieht, waren die Exporte im vergangenen Jahr im August am höchsten, und zwar mit 30,7 Tonnen. Sagen wir der Einfachheit halber, es waren 31 Tonnen. Nach den aktuellen Zahlen der USGS haben die USA im Januar atemberaubende 57 Tonnen Goldbarren, nur Goldbarren nach Hongkong ausgeführt. Das ist nicht nur dreimal so viel wie im Januar 2013, damals waren 17 Tonnen, sondern 84% mehr als beim Monatsrekord von 2013 im August mit 31 Tonnen. Und die Zahlen zeigen, dass Goldbarren aus den USA abgezogen werden und in den Osten abfließen, und bitte nicht vergessen,
bei den 57 Tonnen handelt es sich ausschließlich um Goldbarren und nicht die anderen Formen von Gold. Also es ist einfach unglaublich. Das heißt, es läuft hier irgendein Programm im Hintergrund ab, um irgendetwas in Sicherheit zu bringen. Wir wissen, auch China zählt ganz genauso zur NWO wie die USA, wie Europa, wie all diese, weil die eben von Führungspersonen geleitet und gelenkt werden, die die Geschicke der NWO mittragen müssen. Wer nicht mitmacht, der ist auf der Abschussliste. Wir wissen, inzwischen hat es wieder neue mysteriöse Bankster, Selbstmorde, geselbstmordete Bankster gegeben, die also wahrscheinlich hingerichtet wurden. Ich sage das einfach mal so, obwohl nicht jeder Fall da das so klar zum Ausdruck bringen, weil wir haben ja die Informationen auch nicht. Und die Polizei und all die das untersuchen, gehören alle auch zum selben Club. Insofern muss man einfach sagen, hier läuft irgendein Spielchen ab, wo also die ja entweder zu viel wussten, diese Bankster, dass sie also Angst hatten, dass die irgendwas ausplaudern, wenn sie befragt werden, in doch auch stattfindenden Prozessen. Denn nicht alle sind böse. Ne? Es gibt auch ein paar gute, sogar in einflussreichen Positionen. Man muss sie nur finden, man muss ihnen Mut machen und sie unterstützen, damit es uns allen auch wieder besser gehen kann. Und dass solche Polizei meist auch selber Verbrecher sind, kam hier eine Information aus Frankreich, wo nämlich in der Polizeizentrale in Paris vier sogenannte Polizeibeamte eine 34-jährige Kanadierin vergewaltigten. Es ist einfach unfassbar irgendwie. Kann diese Kriminalität, die Perversion und den Sadismus überhaupt gar nicht mehr fassen, der in diesen sogenannten behördlichen, amtlichen Stellen vorliegt. Also ich habe auch gerade noch schnell kurz vor der Sendung Schlagzeile gelesen, dass es da schon wieder einen US-demokratischen Partei Kongressmitarbeiter als Pädophilen da entdeckt haben und der wird auch gejagt und ach nee, es ist nicht zum Fassen. Ja, und es kam hier noch ein interessanter Punkt, eine PDF-Datei, die man auch sich zu Gemüte führen sollte. Die habe ich also hier bei mir platziert. Sicher auch eine wichtige Sache. Übrigens recherchiert und geschrieben von Jan Lüttich, ja, der also das aus verschiedenen Quellen zusammengefasst hat. Lügen bis zum Untergang, der Kollaps des Geldsystems. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, darauf ein paar Zitate rauszuholen, denn wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben überfallen, gleich wie der Schmerz, ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Das kommt aus dem 1. Thessalonier Brief 5, Verse 3 und 4. So hat er es gleich anfangs zitiert. Wer hört schon gerne was von unruhigen Zeiten oder gar von der Gefahr eines dritten Weltkrieges? Nein, man will einfach nicht daran glauben. So haben schon viele vorausgesagt, sagt man, und nichts ist passiert. So ist denn wirklich nichts passiert? Auf den Hinweis, dass wir ähnlich wie am Vorabend des Ersten wie auch des Zweiten Weltkrieges stehen, wo auch keiner die Gefahr erkannt haben will, tritt meist betretenes Schweigen ein. Hauptsache, das Unangenehme ist erfolgreich verdrängt. Der Ost-West-Konflikt lebt wieder auf, aber die kalten Krieger sitzen nicht im Kreml, sondern in Washington, in Brüssel und in Berlin. Seit 1989 steuert der Westen einen Kurs der Konfrontation gegenüber Russland. Warum wollen die USA und Westeuropa mit dem Instrument NATO Russland einkreisen und erobern? Und ich zitiere hier weiter aus der Veröffentlichung. Russland, das sind ein Sechstel der ganzen Erdoberfläche, ein Staat, der sich über die Hälfte des Erdballs erstreckt, mit 17.102.344 Quadratkilometern. Davon sind knapp 4 Millionen Quadratkilometer in Europa und in Asien. Sind es sogar 13 Millionen Quadratkilometer. Im Vergleich die Europäische Union mit etwas über 4 Millionen Quadratkilometern und die USA mit knapp 10
Millionen Quadratkilometern. Die Sonne geht in Russland nie unter und wenn es an der westlichen Grenze zu Europa dunkel wird, ist an der östlichen Grenze im Pazifik Sonnenaufgang. Russland ist reich an vielen Bodenschätzen, 16% aller mineralischen Naturressourcen der Welt, 32% aller Erdgasvorräte, 12% aller Vorräte an Erdöl, üppige Gold, Silber- und Diamantenvorkommen, bei Gold sogar der dritte Platz in der Welt, 27% Eisen und Zinn an den Weltvorräten, 36% Nickel an den Weltvorräten, 11% Kupfer, 20% Kobalt, 12% Blei, 16% Zink an den Weltvorräten, 40% an Metallen der Platin-Gruppe an den Weltvorräten und 50% der weltweit bekannten Kohlevorkommen. Russland verfügt also etwa über ein Fünftel des Waldbestandes der Erde und über rund ein Drittel des Weltbestandes an Nadelwald. Russlands Schwarzerdegebiet, das größte der Welt, die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt 219 Millionen Hektar, 13% der Landfläche Russlands. Davon sind 122 Millionen Hektar Ackerfläche, 9% des weltweiten Ackerlandes. Das sind die Gründe, warum Russland immer wieder in der Geschichte angegriffen wurde. Aus US-amerikanischer Sicht ist Russland in geopolitischen Fragen Feind Nummer 1. Die Konflikte jüngst in der Ukraine, im Nahen Osten und anderswo sind das Scheitern einer einzigen Ursache. Diese Ursache ist der Zerfall des ökonomischen Systems von Bretton Woods. Das System funktionierte von 1944 bis 1988 und ab 1991 in der ganzen Welt. Der Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems führte zu großen Unsicherheiten und Umwälzungen in der Weltwirtschaft, die zu einer Rezession in den westlichen Industrieländern führten. Dieses System konnte nur funktionieren, solange die Welt Vertrauen in den Dollar hatte. Für den Zusammenbruch des Systems gibt es verschiedene Gründe, die entweder strukturelle Fehler des Systems sind oder durch die amerikanische Wirtschaftspolitik ab den 60er Jahren verursacht wurden. Dabei ist zu bemerken, dass es mehrere Gründe zusammen waren, die dem Bretton Woods-System die Stabilität entzogen, um es schlussendlich zu stürzen. Eine grundlegende Reform des Weltwährungssystems ist bisher nicht gelungen. Das System ist zusammengebrochen, aber die Institutionen sind geblieben. Wichtig ist eben auch da, dass es überhaupt keine Grenzen mehr gab für die Schaffung von Schuldgeld. Eine Grundvoraussetzung, dass es den Dims gut geht, weil dadurch können sie alles verschulden und noch mehr einheimsen. Lese es nicht vollends vor, weil es sehr umfangreich ist. Das kann jeder nachlesen. Auch dort die Informationen sich organisieren. Ganz wichtig, schauen wir nochmal, ob hier noch andere Punkte reingekommen sind. Ansonsten habt ihr noch die Chance, in den paar Minuten, die uns hier bleiben. Da kommt noch was. Hier erschien bei volksbetrug.net.wordpress.com Montagsdemo in Berlin am 28.04. als das ZDF-Team versucht zu manipulieren und da ist ein Video abgebildet, das gebe ich da gerne rein. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber das ist das die Methode. Es werden die Sachen einfach irgendwie ja so gedreht, wie sie am besten zu verstehen sind. Meistens alles irgendwie nach rechts oder links verschoben oder rauf oder runter. Aber es geht nicht um das es wirklich geht, nämlich, dass die Leute die Schnauze voll haben. Ja? Hier fragt jemand wegen der Montagsdemo in Basel. Ist die jetzt jeden Montag? So habe ich es verstanden. Da müsst ihr da nachschauen bei dem entsprechenden Veranstalter. Gehen wir davon aus, dass wir da auch Informationen bekommen und uns wieder melden können. Damit es auch schon einige Menschen hier das hochgeladene Video gesehen, das wir gemacht haben von gestern aus Basel. Also jeder, der das nochmal hören möchte, unbedingt reinhören, weil auch die Kommentare einfach spitze sind. Das sind vom Menschen direkt gekommen und darum geht's. Wir müssen jetzt nicht hier irgendwelche unglaublichen Doktorarbeiten von uns geben, um zu erläutern, um was es geht. Jeder kann spüren und fühlen, das, was nicht in Ordnung ist und was ihn persönlich betrifft und wo er sich unwohl fühlt und was er gerne selbst oder er oder sie ändern wolle, oder? Ja, also es ist einfach ungeheuerlich, was da alles abläuft.
Und ich habe auch inzwischen gehört, dass Proteste, die ja hier in den USA in Nevada stattfanden bei der Bundy Ranch, wo aufgedeckt wurde, dass der Harry Reid, der Sprecher der Mehrheit im Kongress, nämlich der Demokraten, und sein Sohn, sein ältester Sohn, ja krumme Immobiliengeschäfte gemacht haben. Und das BLM, diese sogenannte Behörde, wo wir auch herausgefunden haben, dass diese Leutchen alle eigentlich keine Beamten sind, sondern angeheuerte Söldner, da den Herrn Bundy und seine Familie und das die Ranch ruinieren sollten, dass dort für eine chinesische, für ein Solarkraftwerk der Chinesen in der Hand der chinesischen Regierung das Land gebraucht wurde oder das bereits verkauft wurde. Wo wir jetzt gehört haben, ich weiß natürlich nicht, ob das eine das andere wirklich ausschließt, ich habe den Link dazu noch nicht endgültig sichern können, aber dass die sich zurückgezogen haben, die Chinesen gesagt haben, wir stecken dieses Investment jetzt in die auf die Krim und wollen also auf der Krim ein solches Solarkraftwerk bauen. Also man sieht, wenn man irgendwie eingreift als Volk, als Öffentlichkeit und natürlich auch die freie und unabhängige Presse, dann kann man was bewegen. Und das müssen wir tun. Wir müssen diese Tyrannen und die tyrannische Politik beenden. Ja, das muss aufhören. Wir müssen unsere Interessen vollends und nicht nur 100%, 150% umsetzen. Das geht nur, wenn wir unsere Schnauze aufmachen. Ja, kannst eleganter sagen. Ne? Mach den Mund auf. Die Stimme des Volks. Oder? Ja, und wie gesagt, wir wollen weiterhin auch gerne informieren, auch über Sachthemen, aber wir müssen auch agieren und das Agieren ist eins der allerwichtigsten Faktoren, die wir dieses Jahr durchsetzen müssen. Wahrscheinlich geht alles viel schneller, als wir es noch vorhergesehen haben in den letzten Monaten. Es wurde mal so von jemandem erklärt, dass je niedriger die Frequenzen, die Schwingungen geraten, dadurch, dass eben das Böse und das Negative überhand gerät, dass dadurch die Zeit schneller rennt, dass es einem vorkommt, dass die Zeit schneller läuft. Wobei wir immer wissen müssen, dass Zeit immer eine Erfindung ist für uns hier in der Matrix, in der dritten Dimension. Im echten Universum, dem mehrdimensionalen Universum, gibt es diesen Faktor Zeit offenbar nicht so. Ja, ich kann es nicht 100% sagen, weil ich es nicht genau erinnere. Aber so wird es vermutet. Und viele Leute haben sich da dran gemacht, das zu versuchen zu erklären. Ja, und das könnte natürlich auch heißen, dass die Zeit für das Böse, das Negative langsam abläuft. Und vielleicht sind sie deshalb auch in Panik, wollen unbedingt noch ihre paar Kriege und so umsetzen, weil sie davon leben. Sie leben von dieser negativen Energie. Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen von diesen Leuten. Das sage ich immer wieder, sondern wir müssen positiv denken. Und das wollen wir auch weiterhin und wir sehen uns spätestens am Donnerstag im nächsten Monat, ne? Also jetzt die Woche, am 1.5.2014, unsere heutige Sendung ist vorbei. Ihr könnt gleich nochmal die Wiederholung euch anhören, ganz wichtig, und nachher lade ich natürlich das Video hoch und dann kann man sich das auch noch schön anhören. Auf der Blogseite mywordness.wordpress.com kann man das dann finden. Klasse, dass ihr da wart. Wir hören jetzt noch Ausgangs von Perfect Dragon, Hear Me, Hear Me. Und während wir umspulen auf die Wiederholung der heutigen Sendung, hört ihr noch von The Abroad, Birth of a Soul und Sophisticated. Und dann, ja, danke ich euch. Unterstützt uns, tragt die Informationen weiter. Ja, auch die Videos. Also, bis dann. Der Telefon Wake News Radio, Wake News TV. Ciao. Ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
when we'll make.